Kacker gebaut? Nee, ich muss ja noch ein Stück weiter vorrücken. Die Sachen ausblenden. So, ne, dann kannst du über Easy Development Controls machen. Oder du nimmst dir einen No-HUD-Mod-Skript. So müsste es passen. Wie machst du das mit dem Ranzoomen? Ich verändere das Sichtfeld. Standardsichtfeld ist 60. Und das Ranzoomen nehme ich halt ein Sichtfeld von 20 oder 30. Für Bilder machen. Weil ich persönlich mag das, wenn das so rangezoomt ist. Ich finde, das sieht schöner aus. Boah, Digga, was ist denn... Wo hängt's denn? Ja, die Stapel... Ah, die kleben hier hinten wahrscheinlich drauf, oder was? Die sind schlecht gestapelt von mir, ja, zugegeben. Aber jetzt hängen sie auch noch. Allrad. Digga, lass doch mal los. Ah. Hm. Spannend. Rechts-Links-Funktion wäre gut. Was meinst du mit Rechts-Links-Funktion? Wir brauchen auf jeden Fall wieder unser Kontergewicht. Das habe ich gerade sehr deutlich gespürt. Gabel verschieben. Ja, das stimmt. Ohne Kontergewicht ist das doch schwieriger als gedacht. Beiseite drücken. Ja, das ist halt die Quittung, die man bekommt, wenn man schlecht stapelt, ne? Moin! Moin! Na, nee. Wird so nix. Mit dem Sichtfeld ändern ist eine Konsoleneingabe. Naja, die Spielkonsole kannst du öffnen, wenn du in der Game XML den Developer Mode aktivierst. Wie das geht, bitte einfach mal auf YouTube nachschauen. Dann drückst du zweimal die Zirkumflex-Taste, das ist die unter dem Escape-Menü. Und dann tippst du ein GS Kamera FOV Set und dahinter die Zahl. Je höher die Zahl, desto weiter weg, je niedriger die Zahl, desto näher ran. Beispiel 30. 30 sieht zum Beispiel so aus. Oder wir machen das Beispiel mal in eine andere Richtung. 80. Sieht das so aus. Und ich spiele schon von Anfang an auf einem 60er Sichtfeld. Und mache lediglich für Fotos 30 oder 20. Schlechtes Stapeln wird durch den Wahnsinn ersetzt. Ja, heute schon, das stimmt. Heute schon. Nix zu danken. Ansonsten findet ihr das auch, die ganzen Konsoleneingaben. Modell Eiche hat da mal ein sehr ausführliches Video zu gemacht. Ich glaube, Randy, also Kornhub ebenfalls. Da gibt es genug Videos mit den Konsolenbefehlen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze über Easy Development Controls zu machen. Da hast du das Ganze in einem Skript. Auch möglich.
Jan Schulze, guckst du bitte mal ein YouTube-Video an. Ich habe das gerade erklärt. Nochmal wollte ich es jetzt nicht erklären. Es gibt tatsächlich YouTube-Videos, die das sehr gut erklären. Das sind Konsolenbefehle, ne? Einfach auf YouTube LS22 Konsolenbefehle und dann guckst du dir von Modell Eicher am besten ein Video an, der das sehr ausführlich erklärt. Beste Urschleimwissen LS22 oder LS generell. Ist okay, wenn man jetzt neu dabei ist. Wie gesagt, schaut euch da Videos an, weil das im Stream alles öfter zu erklären. Ich erkläre das gern einmal und einen anderen Tag gern auch nochmal, aber möchte jetzt nicht nur damit beschäftigt sein, das zu zeigen. Ich meine das nicht böse, ne, sondern einfach als Hinweis an der Stelle. Ist aber keine schwere Nummer, ist eine easy Geschichte. So, vier Stück sind zu schwer, sechs Stück sind zu schwer, deshalb nehmen wir hier mal, müssen nur die vier. Weiß ich nicht, ob das jetzt so viel schneller ist, so rum abzuladen, muss ich ehrlich mal sagen. Aber dadurch, dass die Ballen ja immer weiter nach vorn gestapelt werden, haben wir den Platz nicht mehr, um in der Halle gemütlich auszuladen. Oder zu wenden, besser gesagt. Podcast gehört es mega. Dankeschön, Lukas. Freut mich. Family, ne? Der Lütte ist noch ein bisschen krank. Ist eigentlich ein bisschen schade. Die haben morgen einen Kindergartenausflug. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen. Er ist an und für sich schon fit, aber es hat auch noch ein bisschen angeschlagen. Ich weiß es nicht. Ich muss das später mal mit meiner Freundin noch klären. Anstecken ist er auf jeden Fall nicht mehr. Aber ja. Eli, grüß dich. So, weiter geht's. Wenn ich das nicht verballert hätte mit dem Ballenwagen, würde man im Prinzip einfach hier reingefahren kommen, macht einen kleinen Schwenker und dann hier rechts rein. Und dann können wir auch hier wieder rausfahren. Ich bin nicht verheiratet. Ich halte von der Heirat ehrlich gesagt nicht viel. Dankeschön, Tastenritter. Freut mich sehr, weil hier hinten können wir nämlich beim Getreidesilo wieder raus. Müssen wir nur aufpassen, dass wir ein bisschen ausholen. Den 75-30 hatte ich zum Glück nicht ganz so weit vorgeschoben. Also kommen wir hier auch gut raus. Und heute noch die Jungs, wie gesagt, ich sag's immer wieder gern, immer gegen 20 Uhr und ich glaube heute ist es sogar nur Bjarne. Dirk ist noch krank, die anderen sind auf Schicht, aber ist eh alles entspannt so, passt schon. Hackschnitzel mit Pommes, moin! Letzten Endes sind wir hier so mit einem Stammmannschaft oder ja, wenn wir drei, vier Leute immer sind, Ausnahmen bestätigen, Regel, passt das schon. Wir kommen voran, das ist in Ordnung. Uns drängt ja nichts. Weil letzten Endes auch im Drusch ist es so, ne? Du hättest mal noch einen mehr nehmen können zum Laden. Aber ansonsten bringen 5, 6 Leute mehr da auch nichts, weil du kannst nicht schon. Da liegen ja noch Schwade, du kannst noch nicht Bodenbearbeitung machen, du kannst noch nicht drillen. So. Naja, Andrew, gut, heutzutage, ich weiß es nicht, ich bin seit 17 Jahren in einer Beziehung. Aber damit hat das bei mir nichts zu tun, sondern ich bin konfessionslos. Und ein Heiratsstatus macht für mich die Beziehung nicht zu einer anderen Beziehung. Also ich brauche kein Ring am Finger oder ein Heiratsstatus. Eine Lohnsteuer wird es sich bei uns auch nicht rechnen, denke ich mal. Also und aus steuerlichen Gründen nur zu heiraten, würde ich das recht nicht machen. Also, ja.
Max, bitte beruhig dich, sonst leg mal dich erstmal ein, zwei Stunden auf die ruhige Treppe und dann kannst du nochmal tief Luft holen. Podcast zweimal rum und dann gibt Kanonen. Wir sind auf dem Hof. Max, entweder du entspannst dich jetzt oder gehst sofort auf die Treppe. Ey, ganz ruhig. Was ist denn los mit dir? Alter. Was ist los mit den Leuten? Nicht mal in einer Minute drei Fragen. Unglaublich. Immer schön locker durch die Hose atmen, Freunde. Ja, es hat mit dem Alter nichts zu tun. Es gibt auch Leute, die sind unter 18 und ganz entspannt so. Ich weiß auch nicht. Manche Kids sind da ein bisschen aufgeregt. Ey, man kann ja Fragen stellen, so, alles cool, ne? Sense, moin. Hackschnitzel, nee, den, wir haben uns im Dashboard eingebaut hier drauf. Da hat Ackercom Waffel bei mir auf dem Discord, aber auch einen Bereich im Dashboard Live-Segment, wo er auch ein Erklärvideo dazu gemacht hat, wo er zeigt, wie man das alles einbaut. Julius, guten Abend an alle. Bin heute zum ersten Mal im Stream dabei. Hab vorher im Uncut-Videos geguckt, wollte mal kurz fragen, wie du das mit dem Reinzoomen im Fahrzeug machst. Grüß dich, Julius. Schön, dass du mal live dabei bist. Das Reinzoomen im Fahrzeug geht über Dashboard Live. Dashboard Live ist ein Skript, was so die ganzen Informationen hier anzeigen lassen kann, ne? Und es bringt aber auch die Option, dass du ranzoomen kannst, wenn du halt kein Hattrick-System hast und die Zahlen nicht erkennst, dass du halt ranzoomen kannst und es besser ablesen kannst. Okay, Andrew, ich weiß nicht, also ich hab keine Ahnung, wie das so ist mittlerweile, also ich... Oh nee, Fettfleck auf der Brille. Ist lang her, dass ich mich da umgucken musste. Schade, wenn es so ist, ne? Rosti, guten Abend. Jetzt muss ich Brille putzen. Mit Fettfleck auf der Brille geht das nicht. Genau, Mofi. So, was war das, was Mofi schreibt? Lass dich nicht unterkriegen. Das finde ich gut. Vasili, grüß dich. So, ich gelobe jetzt besser zu stapeln. Aber erstmal, 728 hat noch keinen Frontlader. Erstmal Brille putzen. Sonst sehe ich nichts. So. Ran an die Buletten. Dann wollen wir mal. Moin. Moin. Es geht. Was geht ab? Naja. Ja. Oh. Ich hol die letzten Ballen runter, ne? Super. Anderes Feld hat man ja nicht, ne? Nee. Sehr schön. Ich glaube nicht. Das wollen wir uns haben. Oh, so viele Updates. Oh. Ach, du komm. War doch nix. Nix. Die Letzte hat mir gesagt, dass ich ein paar Tage zum Nachdenken brauche wegen Arbeit, privat, ist auch alles okay. Sie sagt das auch, sie mit niemandem schreiben will, ist auch okay, aber was macht man dann in einem Chat bei Knuddels? Ach, Knuddels, Digga. Ey, Junge. Knuddels ist, also das habe ich damals als Jugendlicher schon nicht gefühlt. Ja, schwierig.
einfach nicht nachgucken. Ergo, so ist. Scheiß drauf. Das ist richtig. Kann ich in der ersten Wachstumsstufe noch walzen? Was willst du denn da walzen? Ist ja schon alles drauf. Das Walzen machst du ja, um das Saatgut im Prinzip anzudrücken. Oder beim Gras, um das Gras zu walzen. In der ersten Wachstumsstufe hast du ja schon ein Wachstum. Da willst du jetzt im Regelfall eigentlich nicht mehr walzen. Ja, Bjarne hat ja genauso gut reden wie ich. So. Was denn? Wenn man eine Dame hat schon, dann kann man immer viel labern. Ja. Also ich habe ja auch gesagt, ja. Alter, ich bin seit 17 Jahren aus dem Game raus. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich heute nochmal auf den Markt müsste, ich wäre aufgeschmissen. Feierabend, Alter. Und, was machst du so als Hobby? Na ja, Landwirtschaft, ja gut. Ciao. Keine Ahnung, so, also... Also nicht, dass ich das wollte. Ich will das nicht. Alles schön, so wie es ist. Aber ich hätte gar keine Ahnung, wie man heutzutage so... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Ich glaube, ich will erst mal ein paar Wochen investieren, um in Fortnite gut zu werden. Würde ich damit werden. Ja, okay. Also DLSS kann wieder auf Balance. Ja, oder Fidelity, was auch immer du vorher genutzt hast. Das geht alles wunderbar wieder. Ja, Digga, weiß ich doch nicht, was ich genutzt habe. Ich empfehle Fidelity. Also bei mir schliert DLSS zumindest nach. Bei Dirk wiederum nicht. Frame Generation? Nee, Balanced. Auf dieses Super Resolution 3. Ja, das habe ich zumindest an. Das ist ganz nice. Breibsblas schreibt auch, das sage ich auch mal zu meiner Frau. Wenn sie mich rausschmeißt, habe ich verloren. Das darfst du deiner Frau nicht sagen. Musst du sagen, easy. Nee, das wissen die Frauen, glaube ich, ganz gut selber. Ganz wichtig ist, wenn eure Freundinnen nachfragen, wann ihr denn endlich mal heiratet, immer mit folgendem zu antworten. Ich habe die richtige noch nicht gefunden. Ja, okay. Ich habe leichtes Spiel im Lenkrad. Oh, das dann musst du mal. Musst du mal dran doktern. Simi, wunderschönen guten Abend. Oh. Ich habe aber auch Schraubzwinge als Hände, oder? Das ist auch wieder hier. Zack. Ja, läuft. Obwohl, rein hypothetisch gesehen, wenn ich eine neue Dame kennenlernen würde. Würde sie ja von all dem gar nichts mitbekommen, weil das ja alles nicht zu Hause steht. Das stimmt, die wird sich aber wundern, wieso du immer um 9 abhaust und abends um 3 nach Hause kommst. Ja, zumindest Dienstag und Donnerstag, das wäre dann scheinbar, das wäre schwer zu erklären, ja. Das stimmt. Ach, verdammt, geht der Plan doch nicht auf. Was ist der Unterschied zwischen AMD 1 und 3? 1 ist die ältere Variante, 3 ist die neueste Variante. Ja, ist ja, ich hab's, so weit war ich gedanklich wieder nicht. Was, ich lass es einfach, alles gut so wie es ist. Ja, genau. Ich muss immer Donnerstag länger arbeiten, Schicht bis 1 Uhr. Du arbeitest im Büro. Ja. Nachtkunden. Nacht, ja, ganz klar. Nachtkunden. Ja, ich bin im Backoffice, ich habe nicht mal Kundenkontakt. Umso besser. Ja. So, guck mal, hier habe ich jetzt schon wesentlich, ne, also mit dem Stapeln ist hier doch, jetzt passt das wieder. Keine Ahnung, was ich da vorhin bei dem anderen Anhänger gemacht habe. Hast verkackt oder was? Nö, war nur ein bisschen krumm und schief. Verkackt würde ich es nicht nennen. Nö, dann hättest du ja keine Beine nach Hause gebracht. Na eben, habe ich aber, ich habe schon, boah, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt hier ist. Dann passt es doch. Ah ja, das sieht ja auch wieder schön aus. Ach so, ja, wir müssen es aber beschleunigen, dann sieht es nicht mehr so schön aus. Hm. Ah, ich habe FPS mal eingeblendet. Mal gucken. Ja, es ist also alleine ist es gerade sehr gut. Aber wo ich. Steht jetzt weit der Drescher? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der eine auf dem Feld steht. Und wieso ist der erste nicht gewaschen?
Gewaschen? Wir sind doch noch mitten in der Ernte, oder was? Na, hast auch recht, ne? Na. Der zweite steht... Wo steht denn der? Ach, der steht schon noch mal 11. Ach ja, ne, zurückgefahren wegen Tanken, ne? Schon mal. Stimmt, ja, der steht bei euch. Ich erinnere mich. Der steht... Nee, nee. Was nicht? Nummer 2 steht an der 111. Es steht generell ganz schön viel von euch überall rum, ja? Ja. Wollte ich ja nur mal gesagt haben. Das geht mir auch hart auf den Piss. Wie heiße ich auf YouTube? Ja, Agrarplay. Ich heiße überall Agrarplay. Ich heiße überall genau gleich. Link ist unter dir. Ihr habt erstaunlicherweise alle gute Ausreden zum Fremdgehen. Also ich nicht. Merkt man ja. Mache ich aber auch nicht. Das ist auch Huso. Ja. Was kann ich gegen Unkraut machen? Du kannst Herbizide spritzen. Herbizide lösen das Unkraut quasi auf, oder? Ja, lass uns absterben. Los Trabantos, moin. Ach, YouTube macht er auch, moin. Ja, ja. Naja, wenn es neue Leute so im Segment gibt, woher sollen sie es wissen, ja? Wenn du neue bist. Das stimmt. Wann muss ich Herbizide aufspritzen? Am besten, nachdem du gedrillt hast, direkt. Schon mal vorsorglich oder in der ersten Wachstumsstufe. Das Unkraut soll am besten gar keine Möglichkeit haben, sich auszubreiten, weil es deiner Pflanze Nährstoffe entzieht. Du kannst natürlich auch tiefe Bodenbearbeitung machen, ne? Dann brauchst du auch im Regelfall keine Herbizide. Könntest du mir denn irgendwas zur 111 bringen, zum Abtanken? Ja, na klar, das kann ich machen. Den Kraftstofftank habe ich im Blick. Mal gucken. Ist da noch gar nichts da? Der Blue ist auch... Nee. Okay, warte. Wo steht denn der ganze Pfeffer? Hier unten? Oh, nee, ne? Na, den müssen wir erstmal machen. Der ist ja quasi schon voll. Guck mal, bei der 111, da steht auch dein 6R, glaube ich. Ja, da steht aber, on the street. Nee, da steht, ja, on the street und... Vor allem ist da der Dings dran. Na, Schneidwerkswagen. Ja. Ich bring super. Dir mal, ich bring, super. Ich bring dir mal zwei vorbei. Ja, ja, mach mal. Ja, dann muss ich warm laufen lassen. Gucken wir uns mal schnell an. Wir sind hier oben. Fahren das Feld runter. Wo sind wir denn? Ach, hier. Ja. Zurückpatchen, wieso wollt ihr zurückpatchen? Wegen Server oder was, Sven? Normalerweise 4 Meter Besalungsoberkante, aber jetzt kann man so stapeln, wie das Fahrzeug das zulässt. Naja, 4 Meter ist schon... Also, streng genommen ist es mit dem Kampf, aber ihr guckt keiner. Alles entspannt. Also streng genommen wären wirklich 3 Stapel nach oben auf dem Kampf zu hoch, über 4 Meter. Das Spiel stürzt ab, dann müsst ihr das Kameraskript von Bargon updaten. Da kam heute ein Update, damit läuft alles wieder. Einfach das Update von dem Kameraskript reinschallern. Oh nee, der hat auch noch das falsche Getriebe. Wieso merkt denn er sich neuerdings das Getriebe nicht mehr? Ist auch neu wieder. Also beim Drescher ist die Motorstadt drin. Ja, weil ich es vorhin reinkonfiguriert habe. Das Kacker. Naja.
Ihr habt kein Chem-Script drauf, Sven. Dann müsste man eure Log gucken, was euer Spiel zum Absturz bringt. So. Ah, hier ist doch schon wieder. Da ist schon wieder was mit den Kabels, oder? Schlupf, Alter. Ich habe mit dem 700er und den Reifen wirklich kleine Schlupfprobleme. Oh, okay. 19, 20, 22 Kubik Getreide geladen. So, wie war das jetzt? Ich muss... hier die Straße runter. Rechts rum. Links rum. Was ist das denn, Bjarne? Was ist denn das hier? Was denn? Hier liegt Heu. Na, da musst du Tino fragen. Ich habe ja gerade eben erst hier in der Ecke angefangen. Was ist denn hier mit den Anhängern los? Wieso hoppeln wir denn hier so durch die Gegend? Hat Tino Schwaderplage noch angehabt, oder was? Naja, die ist eine ganze Fläche, die wir noch keine Heuballen gemacht haben. Ach so, Heu? Ja. Heu. Alles voll. Ach, nee. Welche Nummer? 103. Oh. Hm. Was macht denn der Schlepper hier? Beschleunigungsrampe. Moment mal, muss ich nicht irgendwo wieder links rum? Mann! Oh, Björn, heute ist nicht mein Tag. Oh oh. Zum Glück haben wir ja Platz zum Wenden, alles gut. Dann machen wir das mal lieber anders. Dann machen wir das hier mal lieber so. Nicht ausgeschlafen? Ach, denn das sowieso nicht. Jonas, Dankeschön. Freut mich. So, und hier müssen wir... Wo bin ich? Hier war ich noch nie. Wahrscheinlich wieder links rum, oder? Wo bin ich denn? Bin ich hier hinten? Ich war schon richtig. Ich bin schon wieder falsch gefahren. Oh, ich bin mal 90%. Ja, dann... Ich komme. Die Dashboard Live Map, da gibt's eine eigene... Konfiguration in der Tastenbelegung. Mit Steuerung 9 oder Alt 9 oder irgend sowas. Hm, eben so. Mario, bitte was? Wieso das denn? Hi Austria, moin. Wieso steht da zum ersten Mal gechattet? Du bist doch Sub. Wie geht das denn? Du hast da ja schon öfter geschrieben. So, ich glaube, jetzt muss ich einfach nur links rum und runter fahren. Dann müsste ich ja bei dir landen.
Tino ist echt so ein Knaller, Alter. Tino ist wirklich ein absolut. Guckt euch das an. Da steht da die Karre einfach mitten auf der Straße. Mann, 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 Mann. Modder, ne? Modder, ja, ja. So, hier dann bitte in den zweiten Anhänger. Ich bin gleich da. Boah, die Rohrkamera gefällt mir. Naja, die ist geil, ne? Die ist super. Ich höre was. Ah ja. Man muss mal sagen, wann ich stoppen soll. Warte. Weiter. Gut. Gut, da rein. Dann kann der ja eigentlich auch schon wieder direkt abgefahren werden. Kann ich da irgendwo hier eine Stunde nochmal vorfahren? Mach doch selber! Fick dich! Gut. Gut, Mann! Achso, das ist ja gar nicht der Lohner. Ich war ein bisschen. Bisschen verwirrt. Wolltest du Rechnung bezahlen? Mein PC wurde vorhin gehackt. Raus aus meinem Chat! Waffel, wenn du das hier siehst, ziemlich sinnvoll wäre, hier auch nochmal die Geräteauswahl drauf zu packen auf die Seite. Weil wenn ich sehe, welcher Anhänger ausgewählt ist, das sehe ich jetzt nämlich nicht. Ohne den hat. So, und dann, was war das jetzt? Steuerung Alt N? Ist kostenlos. Ew. Gruber Pog, danke für deinen 5. Monat. Ich lass den mal ganz kurz hier stehen und hol dir schon mal den zweiten. Ja, mach mal. Der ist auch schon quasi ist im Prinzip das gleiche Problem. Also, was heißt das Problem? Ist, ja, Anhänger wahrscheinlich nur noch in den zweiten rein. Okay. Das ist ja der 824, ne? Ja. Ah, oh, da musst du, also wenn die Anhänger voll sind und du hast eine Steigung vor dir, da musst du Bock haben. Schauen wir mal. Also, ich hatte das auf der einen Fläche, da muss ich Kupplung fliegen lassen. Ging nicht anders. Ja, dann ist das halt so, ne? Aber geil. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen auf Temperatur bringen, ja? Ah, ich hab vergessen. Ich wollte SP checken, ob der 7700 auch mit den nächstgrößeren Schneidwerken klarkommt. Also Richtung 10 Meter oder was? Weil, ja, weil also ich finde 8 km/h vom Feeling her zu schnell. Und die meiste Zeit kann ich hier 8 km/h fahren. Also ich kann, wenn ich kann tatsächlich, wenn das Getreide gut steht, echt noch 4,5, 5 fahren. Okay. Wenn es gut steht, muss man gucken. Wenn du jetzt natürlich, ich glaube, das war wieder ein schlechtes Feld, was du jetzt hast. Über
einen Meter dazu. Es kann schon grenzwertig sein. Ich fahr doch schon wieder falsch, oder? Oh ne, ich glaub nicht. Kosten 120. Ich weiß jetzt nicht. Das war doch so arschteuer, ne? Jetzt vom 7,7 auf den 8,7. Viertelmillion oder was? Das war schweineteuer. Ich hab ne Barke umgefahren. Verstehe ich nicht, Alter. Der Drescher selber kostet ja Basispreis 330. Wie kann das so teuer sein, einfach nur eine andere Motorkonfig zu wählen? Keine Ahnung. Wieso wir vielleicht nochmal Preis anpassen? Ja, Silvana, das hatten wir gestern auch, aber ich glaube heute mit dem Schadensmodell nicht nochmal. Ich glaube, hier war es rechts rum, oder? Ey, Junge, wieso kann ich mich denn hier nicht zurechtfinden? Nee, einfach nur links rum. Was mache ich denn? Schon geil. Aber ich habe, also der Sound ist halt auch von Blood and Rules halt schön, ne? Ja. Aber ich sag mal, dem steht halt auch einfach nur Rohr. Also ich muss sagen, Vasili hatte mir einen Sound gebastelt für den von Bayern Agrar. Und ich habe ja letztens erzählt, diese Variante, dass man zwei Sounds verbauen kann. Das klappt ja vielleicht. Das wollte ich jetzt beim TMS mal ausprobieren. Mhm. Und wenn das klappt, wollte ich das bei dem auch machen. Bei dem kannst du auch hast du auch einen Auspuffwahl, sag ich jetzt mal. Mhm. Weil 8,24, der steht, der soll bleiben. Aber wie du schon sagst, also Sound ist super. Aber der von Vasili gefällt mir da. Und beim TMS tatsächlich mehr, weil das einfach, Alter, Junge, Rohr, Junge. Ja, bei dem passt Rohr ganz gut. Ich muss den mal hier so stehen lassen. Ja, ich habe vorhin nochmal ein Video gesehen vom S4 936. Ja. Auch nur Rohr. Dicker. Ja, es ist halt immer das Ding so, also in Real-Life-Videos ist halt übel schwer, weil der eine haben das Rohr, die anderen haben dort ein Loch reingebohrt, der nächste hat das, also das ist ganz kompliziert, finde ich immer. Boah, ich finde, beim Schlepper ist das relativ simpel. Du hast einfach nur ein Rohr. Ja, aber also, ich meine, ja gut, okay, dann hast du diesen klassischen Sound. Ne? Bei Autos, da ist er wirklich wie Klang, Akustik, blechernd und dumpf und bassig und da kannst du ja so viel machen mit irgendwelchen X-Pipes und H-Pipes und Rohrdurchmesser und so weiter. Im Schlepper, Alter, 3,5 Zoll, gib ihm. Oder 4 wahrscheinlich, ne? Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich hab keinen. Aber irgendwann kaufe ich mir einen. Schön TMS, stehe ich hier gar nicht. Einfach noch immer mal zum Anmachen. Rum, ja, rum. Genau. Reichen 60 Gramm der RTX 370 von der LS. Was hast du denn von der CPU? Also eine 3070. Es kann, das sind auch so. Ich weiß ja auch nicht, welche Auflösung spielst du und so weiter und so fort. Also, wenn es darum geht, würde der LS, sagen wir, würde der LS laufen. Jetzt kommt es auf die CPU an, aber es sieht schon mal schwer danach aus. King Max, machst du einen auf Sibbers? Kappa. Also guck mal, der 8,7 hat nur 40 PS mehr. Mhm. Der 8,8, der wird dann. Hey Peter, aha, grüß dich. Moin.
Ja, aber das ist. Ja, müsst ihr wissen als Loder, ne? Ja, ich guck mal, ich rechne das mal durch. Ich find's okay. Ich hab da ja noch ein bisschen was offen an Kohle, also. Ach komm. Ja, nun überweis doch mal endlich meine Fresse. Ich überweise hier jede Woche, überweise hier. Mach doch mal eine Umfrage. Nee. Schade. Für ein Favo. Naja, also die Sounds prinzipiell von Schnibbel bzw. von Bloody Rules, die drin sind in den Favos, sind schon gut. Ansonsten optional, weiß ich gar nicht, ob es da draußen schon was gibt. Öffentlich, glaube ich, wohl. Nur der, der jetzt verbaut ist, quasi. Genau. Also der gehört der Festungsschlepper, ist ja nicht jetzt Prefab gekommen. Ja. Naja, was heißt Ofenrohr? Ich, beim 824er, so gerade als Schalter, würde ich das jetzt hier in dem Moment sehr fühlen. Aber beim 900er Favo muss es nicht übelstes Rohr sein und übelstes Geschaller. Da reicht so ein unterschwelliges so. Ja, ja. So ein, also schon ein bisschen, ne, darf schon ein bisschen, aber muss nicht krass sein. Ja, vor allem, er gehört ja zum Lohner, so. Und das ist ja jetzt kein... Das Ding ist ja jetzt nicht täglich im Betrieb. Ja, der kommt mal raus bei schönem Wetter, hier ein bisschen Anhänger ziehen, mal ein bisschen hier vielleicht mal ein bisschen Gülle fahren oder so. Das ist einfach so ein kleines, ja, kleines Spielzeug. Und da kann ruhig Rohr ran. Ja, ja. Muss er auch haben. Fendt, ich nutze Nvidia Shader-Einstellung, Ausrufezeichen Grafik. Und nein, der Adrian hat auch eine LV3, aber seitdem er die hat, spielt er nicht mehr. Ob das wohl zusammenhängt. Aber ich habe gesehen, er sucht jetzt Lackierer auf Teilzeit. Stimmt, habe ich auch gesehen. Vielleicht macht er Lack ein bisschen dicker, dann siehst du nicht mehr, dass es Holz ist. Siehst du auch so nicht. Also auf Bildern finde ich schon. Ja, aber meine Güte, im Auto will auch jeder Holz haben. Nee. Na, ich schon, ich find's geil. Ja, Rentner. Ach, Holz, Edelholz und Leder, ja geil. Obwohl, bei einem älteren A6 finde ich sogar, also dieser A6 hier von 99 oder so, ne? 4C, ja. Was ist denn das? 4C, ich weiß es nicht. Der mit den Recaros aber als Stoff. Und dunkles Edelholz. Oh, geile Kombo. Ja. Ja. Schau. Ah, gibt viele schöne Kombis. Also Kombinationen. Ja. Auch Kombis, aber auch Kombinationen. Ja, 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 ja. Was mit dem Kombi los? Was mit dem Kombi los? Da macht der Terror. Okay, das klappt schon wieder nicht. Aber erzähl mal, Lukas, was war denn das Problem? Weil normalerweise sollte das ja immer funktionieren. So, Anhänger über Gosse. Ja. Oh. Bei Audi nur 4G. Ist das 4G? Ne, 4G ist nochmal der ältere. Ist neu oder nicht? Ach so, ja stimmt, der ist neuer. Nee, der C ist schon... Der 4G ist teuer. 4G, 3 Liter Diesel. Die laufen geil. Ja, wir hatten mal den, was ist der Name, CDE, F, F, 4F, war auch nicht schlecht. Mhm. Auch schönes Auto. Auch finde ich gerade aktuell auch mit einer guten Preis-Leistungsklasse. Ja. Aber ja, weiß nicht, ich bin überhaupt kein Audi-Fan irgendwie. Also Fan sowieso nicht. Die haben coole Autos, aber ich sehe da immer den Schrauber-Aspekt. Ja.
Das ist einfach der letzte Piss. Kedu, danke für deinen Prime, Mann. Vielen lieben Dank. Da musst du dich selber hassen. Ganz kurz, LUV Modding, Bitrate, ich gehe schon seit x Monaten mit 8.500 bis 8.700 raus. Und das ist gerade für Leute mit etwas schlechterem Internet wirklich nicht so gut. Das weiß ich, aber 1080p bei einer 6000er Bitrate ist einfach nur Krampf. Selbst 8000 ist da schon Krampf. Deshalb hast du das Einstellungsrad, also am besten einfach auf 720p runtergehen. Der Twitch ist auch als Player zum Wiedergeben streckenweise einfach nur Krampf. So, würden wir die 53 bitte schaffen? Warum fährt er jetzt nur 40? Zeit. Ja. Ach, oh, wir haben schon wieder Dings an hier. Was war das? Altgroß? Was war denn das? Nee, ey. Jetzt habe ich schon wieder diesen Limiter da drinne. Oh. Das hatten wir doch Dienstag. Mond. Was ist denn heute für ein Tag überhaupt? Das hatten wir doch Dienstag erst. Steuerung alt. Danke. Jo. So, hier mal das Wetter. Oh. Anders oben gemacht. Stand noch Anhänger, sagtest du, ne? Ja, dort, wo du abgebunkert hast, da habe ich dir nochmal einen hingestellt und die anderen beiden sind jetzt wieder unterwegs. Top. Ne, Gigabit-Leitung hilft da nicht. Also du kannst Pech haben mit deiner Ortung, also wo du verortet bist, wo du wohnst. Das kann auch einfach mit der fettesten Leitung scheiße sein. Ich habe zu Hause auch 1000 Mbit und Twitch ist teilweise wirklich ein Krampf zum Gucken. Dieses Jahr April auf der Agra. Hier in Leipzig, ja. Letztes Mal war ich noch nicht, weil ich Corona hatte. Gardo, hallöchen. CPU-Auslastung bei 5% LUV-Modding, hast aber ein anderes Problem. Dann hast du einen Flaschenhals irgendwo. 5% ist zu wenig. Ist viel zu wenig. Entweder hast du für eine CPU. Was war denn das? Wenn die CPU nicht ausgelastet ist, was ist dann der Flaschenhals? GPU? GPU, ne? Und wenn wenn die GPU der Flaschenhals ist, ja doch, und wenn die CPU der Flaschenhals ist, dann wäre die CPU bei einer übelst heftigen Auslastung die GPU nicht. Ach, beim Stream gucken. Sorry, ich dachte jetzt beim Spielen. Ah, lol, okay, sorry, dann habe ich falsch verstanden. Mal einen anderen Browser ausprobiert? Ich nutze zum Beispiel Opera GX, der ist sehr schonend. Opera GX. Wie kann man denn die Zeitenkonsole verbessern, wenn danach kombinierte Tastenbelegung nicht mehr geht? Das ist doch keine Verbesserung. Oh, Chrome und OpenGX, seltsam. Also ich verändere an meinen Twitch-Einstellungen nichts. Ich habe, wie gesagt, 8.500er Bitrate gehe ich raus. 1080p. Und daran ändere ich nichts, gar nichts. Das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Hast du den weggefahren, den 800er? Ich stehe hier am Drescher. Ach, du hast den zum Drescher gefahren? Ja. Okay, dann lass den dort stehen. Ich stelle hier oben wieder 900er hin. Quatsch, 728er meine ich. Der ist dann komplett leer. Ja, der ist komplett voll hier jetzt. Ja, dann muss. Super. Mal gucken, wie ich den vom Feld runterkriege. Zeige ich dir. Da
hatte gerade auch nur deinen Stream auf, deswegen 5% Auslastung. Normal sind es so 30 bis 40 Auslastung von CPU. Nee, du sollst die Kache stehen lassen. Bitte hier ab in Drescher und dreschen. Gerne. Okay. Gerne, wir müssen fertig werden. Boah, hier läuft alles noch, Alter. Mann! Klar, Junge, ich bin halt sehr bereit. Das ist gefährlich. Oh nee. So, hier, komm, Allrad raus, Giftsperren raus. Gib ihm. Wieso geht denn jetzt das Giftet? Ach, jetzt geht's. Nee, geht nicht. Ossi, Alter, dankeschön für den Giftet-Sub an LUV Modding. Warum hat das nicht funktioniert jetzt? Verstehe ich nicht. Und, Ossi, dankeschön für deinen E-Sub im 7. hinterher. Merkwürdig alles, merkwürdig. Mega. Ja, ich mal dieses Banksystem hier in Anspruch genommen auf Server. Nö. Also Spiel Vanilla-mäßig Kreditgedöns. Nee. Das ist doch, glaube ich, unrealistisch, ne? Jo. Deshalb, also, du könntest mal theoretisch runternehmen, ne? Nee, ist kein. Ist ja Vanilla. Ach so. Diese ja, nee. Bankfinanzgedöns. Warum kann ich hier schon... Achso, doch kann ich. Ja, muss ein bisschen ziehen jetzt, ne? Ja. Naja, gut, also auf dem Asphalt geht er schon stramm vorwärts, so. Ja. Ist auch fett, ne? Naja. Sehr schön, King Max. Ich bin gespannt. Lass uns dran teilhaben dann. Weißt du, was nur echt ein bisschen doof ist? Wenn die Scheibe aufhast, ne? Siehst halt gar nichts. Stimmt. Guck mal, ihr lieber hier oben eine Dachdings auf. Ah, der Blinker-Sound ist auch so geil, Alter. Ich will, also dieses... Das gesamte Tacho finde ich super geil. Naja. Blinker-Sound auch mega, ja. Ja, das ist schon... sehr, sehr, sehr gut. Ja.
Ja, Top-Mod, absolute Top-Klasse. Ja. LUV Modding, probier mal einen anderen Stream aus, wie es da ist. Wie gesagt, mit einer 6000er Bitrate, das sind 2000 weniger, gehen ja die meisten raus. Wenn es da besser ist, liegt es an mir. Also an meinem Stream. Ha, Zwiebelsabade. Game Hype Moinsen, Ace Marcel, moin. Den 800er würde ich dir dann auch irgendwo unten hinstellen. Der 900er steht ja oben. Jo, genau. Das kannst du machen. Und dann schaffe ich es vielleicht nochmal, ein paar Ballen wegzufahren. Super. Ich würde mir schon AV1 wünschen, ich mir auch. Twitch arbeitet ja daran, auch mit einer eigenen OBS-Version. Aktuell leider nur für die RTX 4000er Serie, was ein bisschen Abfuck ist. Oder für Nvidia. Weil ich habe eine Intel Arc. Die habe ich extra für AV1 Encoding geholt. Naja. Es werden sie noch nachliefern dann sicherlich, aber AV1 wäre schon mal so krass, weil du könntest mit der gleichen Bitrate so eine viel bessere Qualität hinbekommen. Oder mit weniger Bitrate eine gleich gute Qualität. Da ist AV1 schon wirklich ultra geil. Ich freue mich sehr auf die Podcast-Folgen mit dir und Randy. Die ganzen YouTube-Folgen und so, bei mir ist alles AV1. Ossi, dankeschön. Ich mich auch. Susi Rosi, dann hier. Dings auf. Abkippen? Will er nicht, doch. Wie viel Liter Gerste habt ihr schon? Sag ich dir gleich, wenn ich abgekippt habe. Du hast eine beruhigte Stimme als Randy. Naja, Randy ist immer, wenn er halt im Modus ist, ist er im Modus. Ey, Felix. Ja? Weißt du, was das Problem ist bei den Dreschern? Wieso das so teuer ist, der Aufpreis? Nee. Der Grundpreis liegt bei 331.000. Ja. Wir haben jetzt in 7.700er. Ja. Der kostet nochmal 163.000 Aufpreis. Ja. Also insgesamt knapp 500.000. Ja. Ich jetzt die nächste Motor-Config anwähle, die ist rund 30.000 Euro teurer. Aber er nimmt, wenn du die im Shop umkonfigurieren willst, nimmt er diese plus 200.000. Deswegen ist das so sackteuer. Der nächstgrößte würde einfach nur 30.000 mehr kosten und nicht 200.000. Ach so. Aber er denkt halt, du hast das Grundmodell. Du hast ja auch immer diesen Fehler, wenn du irgendwas umkonfigurierst, ist ja immer wieder dieser kleine Motor. Ist ja immer der 5300er. Ja, ach so. Ja. Ja, aber jetzt mal realistisch betrachtet, müsstest du ja, du baust dich einfach nur den Motor um. Nee, du würdest schon, in Zahlung geben. Genau. Und das wären dann, glaube ich, nicht nur 30. Nee. Von daher, richtig, pass auf, richtig realistisch betrachtet, das Ding hat jetzt 50 Stunden runter. Wenn ich so ein Ding mit 50 Stunden wieder in Zahlung gebe. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Also. Naja, mal gucken, ich erstmal jetzt das Feld hier zu Ende, das ist auch das letzte Gerstenfeld, glaube ich, ne? Naja, erstmal, ne? Dann nächsten Tag könnte, was haben wir denn jetzt? 2. Juniwoche, dann kommt die 3. Juniwoche, dann könnten die Felder von der BGA soweit sein.
Also, aber ich würde wahrscheinlich zwischendurch dann erstmal auf die Bodenbearbeitung unserer Flächen gehen. Ja. Mit Scheibe oder was? Ja. Scheibe und dann direkt Saat. Oh ja, wir haben eine 12 Meter Scheibe. Ja, die kannst du dann bei der Lohnerfläche nehmen. Digga. Aber wir haben keine kleinere, warte mal. Braucht doch nicht, da kannst du dann BGA machen. Wir fahren bei uns mit unseren 6 Metern Judis. Kostet immer alles noch Kohle. Das ist 30. Das ist die aus dem Horsepack und das ist nochmal ein Mod. Horse Joker. Ach, hattest du eigentlich schon den Krone Schwader oder hattest du den noch nicht gekauft? Ja, den haben wir schon, aber auch schon. Dann musst du dir den Geldbetrag mal merken und den nochmal neu kaufen. Ich hatte den runtergelöscht und der jetzt gekommen ist mit Section Control und Einzelaushub, hat glaube ich einen anderen, heißt glaube ich anders. Also ist ein komplett anderer Mod. Aber ich habe auch gar keinen mehr in Besitz. Genau. Dann einfach den dazu und dann den Geldbetrag wieder erstatten. Im Spiel müssen wir vielleicht eher danach gehen, wie viel Hektar der Drescher hat und nicht wie viele Stunden. Naja, sagen wir mal, die Drescher sind nach der Ernte jetzt hier, also in der Ernte würde ich sie eh nicht wechseln, aber nach der Ernte sind die 2 Saison gelaufen, also 2 Jahre. Mach das Modding. So, jetzt sind wir leer, jetzt kann ich auch easy im 4. anfahren. Turbo Shift sei Dank. Ist halt beim Turbo Shift Getriebe schon ganz geil, ne? Das stimmt, ja. Danke der Alte, ich geb's weiter an Tobi. Warum gucke ich denn so weit nach oben? So ist besser. Hau rein, Jonas. War das hier schon rum? Nee, hier. Ich habe jetzt 9, oh, das klingt doch ganz gut. Oh. 9 Tonnen ist ja gut. Aber 8 km/h, ne? Voll durch. Ja. Ja, du hast Gasse, ne? Jetzt gerade, ja. Wo soll ich denn den hinstellen? Eher oben oder eher unten? Unten. Ja, wie gesagt, ich hatte meinen Tempomaten auf 8. eingestellt maximal. Na, ich hab den auch auf 9, glaube ich. Ja. Ja, 9. Also, okay.
So, steht hier unten. Hast du oben schon mal wieder reingebunkert? Oder ist da noch... Einmal, ja. Ach, gut. Dann kann ich mich erstmal wieder um die Ballen kümmern. Jo. Da waren wir... Ja. Der läuft jetzt ja auch schon so ein paar Stündchen einfach so rum. Mal das Lichtchen anschalten. Stahlwolle, moin. Es wäre schön, wenn die Gruppen bei dem Träger noch animiert werden. Das habe ich auch nur einmal gesehen. Ich glaube, das war noch im 19er, dass die vier Lastschaltstufen animiert waren, der Hebel. Das ist richtig. Noch rein, Fabsi. Jonas, morgen schreibe ich die Deutscharbeit. Heute waren wir mit der Klasse in der Uni. Eigentlich haben wir 15.30 Uhr Schule, aber mein Freund und ich haben bis 16 Uhr gemacht, weil es sehr Spaß gemacht hat. Ist doch super. Macht ihr den Weizen runter? Ist Bodenbearbeitung oder vorher schon? Bitte? Was macht ihr erst, wenn die Gerste runter ist? Also wir sind in der Gerste. Wir werden in die Bodenbearbeitung gehen, weil dann hier relativ schnell Grünrocken draufkommt. Also nicht auf jede Fläche, aber auf zwei davon. Also werde ich mir die zwei Flächen dann erstmal angucken und die werde ich dann erstmal als erstes bearbeiten. War das nicht mal... Jo, stimmt! Beim 500er von Bayern Agrar. Das stimmt. Und der hat sogar den gleichen Schaltknüppel, würde ich beinahe mal meinen. Da könnte man das theoretisch dort rausmöpseln. Das ist korrekt. Das stimmt. Was denn? Der animierte Lastschaltstufen am Schaltknüppel. So. Der hat das. Weil das ist natürlich als No-Hut-Spieler dann auch immer schon mal ganz nett. Ja, ja. Aber kannst du die einzelnen Gruppen ja auch im Tacho anzeigen lassen? Noch nicht. Die sind schon original da. Ja? Ja, ist nicht animiert. Ja, okay, gut. Weil du ja die Haptik nicht hast, ne, von dem Hebel. Naja, aber wie, ich hatte es wie gesagt, das stimmt. Ich hatte es bei den 500er auch schon auf der Frühling. Und da habe ich auch immer wieder runter geguckt, in welcher ich gerade drin bin. Okay. Aber der hat es auch nicht im Tacho gehabt. Deshalb habe ich dann immer nach unten geguckt. Wenn du es im Tacho hast, brauchst du das. Ja. Ah, das sage ich ja nicht. Wir sind immer noch in der Gerstenernte. Jane ist im Drusch. Ich berge Ballen und fahr ab. Freestyle. Genau. Alter Schwede, grüß dich. Hammerhead, moin. Und Let's Zippo, grüß dich. Lex Farmer auch, moin. Hast du deine Lenkradprobleme, dass sich in Richtung Null bewegt, wenn es eingeschlagen ist? Die Kabine ist der Ansicht. Was? Oder Ansicht wechselt? Oder ist das ein Logitech-Problem? Ich habe kein Logitech. Ich habe keine Lenkradprobleme. Was sage ich so nordfriesisch im Marsch? Was soll ich dazu sagen? Ich bespiele sie nicht. Ich habe sie im 17er mal bespielt. Ist nicht mein Kartenlayout im Generellen. Aber ich kann nicht dazu sagen, ob die jetzt gut, schlecht oder irgendwas ist. Wenn ihr gerade bei 9 Tonnen seid, dann war die Gerste ja ein guter Start in die Ernte. Wir waren auf manchen Feldern, je nach Bodenart, sogar bei fast 12 Tonnen. Also ich würde schon sagen, wir sind bei 9, irgendwas im Schnitt. Das ist definitiv kein schlechter Start, ja, das stimmt.
Geht schlechter. Ja. Wir hatten aber auch Flächen, da hatten wir gerade so 8. Wie viele der Gäste? Ach ja, das wollten wir ja mal gucken. 682.000. Ui. Was sind wir jetzt? Jo. Was sagt der Global Markt? Aktuell in der Gerste 370 Euro auf 1000 Liter. Ist der Preis, warte mal, ist das auch der Verkaufspreis? Moment, da muss erstmal die Gerste überhaupt auswählen. Gerste. 370 Euro auf 1000 Liter aktuell, ja. Aber ich sehe auf dem Global Markt natürlich nicht die Entwicklung, ne? Der macht ja gut Geld damit. Für 370 verkaufe ich noch nicht. Ne? Ne. Das geht noch. Besser, Junge. Das geht noch hoch. Ja klar, machen wir gut Geld damit, aber sicher. Alter, wieso nehme ich denn nicht 1500 pro Hektar? Na, weil du dann nicht mehr mitspielen würdest. Ja, das stimmt. Ach klar. Das war so eine Zwickmühle. Der Arschgeige, echt. Darf auch nur mitspielen, weil die vom Lohner nicht so oft da sind. Ja. Und weil Bjarne macht guten Preis. Ja. Online ist ein anderer Preis. Ja, wir sind aber nicht online. Weil, ach, verdammt. Aber das auf dem Dedi, da musst du noch ein Programm laufen lassen. Nee. Das macht keinen Sinn. Guck mal, online macht für mich insofern keinen Sinn. Wir spielen halt in einem anderen. Wir spielen ja nicht in der gleichen Geschwindigkeit wie andere. Und dann hättest du a-zyklische Preise. Und das fühle ich nicht. Ich hätte schon eher zyklische Preise, dass die Preise entsprechend im Winter hochgehen und so weiter und so fort. Der Weizen trifft bestimmt besser. Der Weizen hat immer einen höheren Ertrag als die Gerste. Ist vielleicht nicht unbedingt viel mehr, aber im Regelfall ist er höher. Werden wir ja dann sehen. Weizen haben wir auch ein paar Felder. Da wahrscheinlich mit 3 Kamera durch. Das kann passieren. Das wird er. Obwohl, nee, also 4, 4,5, 5 haben wir auch daheim mal geschafft. Und wenn der dick dasteht, ist das ja auch okay. Ja, ich bin im globalen Markt offline, das ist korrekt, aber er macht ja trotzdem zyklische Preise. Also auch wenn ich offline bin, merkt er ja, in welchem Monat wir im Spiel sind und macht entsprechende Preise. Dafür muss ich auch nicht online sein. Jonas, über einen Giants Editor wurde das eingebaut. War relativ friemlich. Letzte Saison. Also wir hatten letzte Saison relativ schlechte Werte, hatten aber, weil das Saison 1 war, auch nicht manuell aufgedüngt. Dieses Jahr haben wir ja aus der Saison 1 manuell aufgedüngt. Und da kann das schon ein bisschen besser sein. Stimmt es, dass die Ellerbach am 29.02. kommen? Ich bin Max, ich glaube, ich habe in meinem TikTok-Video und in meinem YouTube-Video die offizielle Angabe gemacht, wann, wie, wo, was kommt. Und dabei bleibt's. Ne? Außer Mosakra würde irgendwas anderes schreiben. Solange sie das nicht tun, bleibt's bei der Aussage, erstes Quartal 2024.
Nein, Monk. Also ja, könnte man, aber guck mal, wenn wir für alles, wir machen ja Dinge auch für uns, für den Spielstand. Und wir wollen damit spielen. Es geht uns nicht darum, für alles immer Freigaben zu bekommen und für alles umzubauen, alles zum Download zu bringen. Wir sind eine Spielgemeinschaft, wir sind keine Modgemeinschaft. Weißt du? Und bei dem Ballenlager gab es jetzt nicht die Ambition, das irgendwie zu erfragen. Es gibt aber von den Farming-Dudes ein Ballenlager, das so ist, wie das hier. Wann kommt die Deutschland, Nick? Dann, wenn Edu sie veröffentlicht. Hört bitte auf mit der Fragerei, wann Mods kommen. Ich mein's nicht böse, aber das weiß nur der Mapper selber. Und wenn der Mapper selber kein Datum gibt, dann weiß das auch kein anderer. Und dann abwarten, einfach abwarten. Frag doch auch lieber mal was Interessantes. Wie zum Beispiel, wie sind die nächsten Gewinnzahlen im Euro-Jackpot? Du und deinen scheiß Euro-Jackpot. Den werde ich nie los. Ich sag's ja, das muss nur einmal klingeln, ey. Ja, Monk, das kann gut sein, aber deshalb werden wir uns jetzt trotzdem nicht hinsetzen, das umbauen, sauber bauen, so dass es dann am besten zum Download kann. Das ist nicht unsere Aufgabe und es ist auch nicht unsere Pflicht, Dinge so umzubauen, dass sie jeder immer sofort haben kann. Wisst ihr, wir wollen doch hier spielen und wir tun schon viel, wenn sich die Gelegenheit ergibt, das zum Download freizugeben. Aber ich bitte euch auch eindringlich, nicht nach allem zu fragen, ob wir nicht mal hier eine Freigabe holen könnten, da und damit das jeder downloaden kann. Das ist nicht fair. Also ich spreche jetzt nur von mir selber, aber ich hätte also dieses ewige Gefrage und so, ne? Das macht einfach irgendwann keinen Bock mehr. Und man macht es ja, weil man ein netter Typ ist. So, ich hätte das Ding auch irgendwie, also jetzt als Beispiel den TMS auch hochladen können, wo ich damit Geld verdiene. Die 4 Cent oder was auch immer. Und man macht es ja wirklich in der puren Freizeit. Pure Freizeit. Und wenn man so ein Ding für sich baut, ist es nochmal was ganz anderes, als wenn man das veröffentlicht. Genau. Das ist. Wie ja. Viele Sachen da bei mir und bei Tobsen auch nichts passiert. Nochmal dazu kam. Alter, Digga, wofür? Ne? Da nochmal ein Config, da nochmal ein Satz Reifen und so weiter. Bin gerade falsch so gefahren. Schon wieder? Oh. Ja, also, lass. Ich nachfrag immer wegen allem. Naja, lass das abkürzen. Also, du hast das schon richtig gesagt. Wenn wir Dinge für uns hier modden, damit es unser Spielgefühl erweitert, dann ist das noch lange keine saubere Art und Weise. Und die Jungs haben dann halt auch den Anspruch, wenn was rauskommt, das ordentlich zu machen. Und Monk, wir sprechen auch gerade nicht von dir. Die Ballenhalle ist ein Beispiel. Aber es fragen doch gerade genug Leute hier und da und dort und dieses und jenes. Also es ist ja auch eine ganz allgemeine Antwort. Warum? Ja, nee, nicht man das direkt. Warum man das nicht macht? Und wenn du die Frage stellst, ob wir nicht eine Freigabe holen können, dann stellst du die Frage doch sicherlich auch mit der Zielsetzung, ob wir das nicht machen können. Also ist auch alles nicht schlimm. Es regt sich auch keiner auf, aber das Ding ist einfach, die jetzt vielleicht nicht bei dir, aber bei anderen, könnt ihr hier Freigabe, bringt er das zum Download und dieses zum Download und wir sind kein Mod-Team. Und es ist schwierig einfach. Also man will jetzt auch pauschal nicht sagen, nee, fragt ja nicht nach und so. Das will man ja auch nicht. Aber wir sind hier zum Spielen. Kein Mod-Team. Ganz genau. Und wegen der Ballenhalle wurde schon so oft gefragt. Das haben wir so oft auch schon beantwortet, dass es die nicht gibt. Also ich kann wirklich und, nur jedem empfehlen. Selber. Ja, ne, das ist halt friemlich, aber klar, man muss sich selber beibringen, aber das ist, finde ich, auch immer eine schwierige Aussage, weil ich habe dafür auch keine Zeit. Ja, aber ich glaube nicht, dass alle, die immer nachfragen, dass sie wenig Zeit haben.
Weiß ich nicht. Ist auch egal. Ich meine, man kann absolut nachfragen, gibt's das zum Download? Klar. Das ist ja kein Thema. Nee, gibt's nicht, haben wir für uns umgebaut. Und dann würde ich einfach nur darum bitten, dass man es dabei belässt und nicht nur die Frage hinterher schiebt, ob man sich nicht eine Freigabe holen könnte. Das ist dann ein Tick zu weit. Ist nicht böse gemeint, aber das ist dann einfach ein Tick zu weit. Letztendlich, sage ich mal, wenn man hier, sag mal, das LOBZ aktiv verfolgt, ne, also es ist relativ aktiv, entweder Twitch oder YouTube oder Discord oder ne, was auch immer, dann kriegt man das ja mit, dass immer und immer und immer wieder gefragt wird. Und meistens sind es ja, tut mir leid, ist leider die Wahrheit, meistens sind es ja leider Leute, die werden durch ein Video drauf aufmerksam, kommen dann einmal hier rein, wann gibt's das, wann kommt das zum Download, gibt's da für eine Freigabe, kann ich das haben, und dann sind die wieder weg. Ja, aber das sehe ich auch nicht als Problem, weil du weißt auch nicht, du weißt ja auch nicht, ob die vorher schon stundenlang irgendwo, weißt du, weißt ja alles nicht. Na, weißt du nicht, also wenn du stundenlang zuguckst, dann kriegst du das doch mit, oder nicht? Also ich persönlich, ich habe damit überhaupt kein Problem mehr. Wenn Leute, also wenn ich eine Milliarde mal immer wieder dasselbe beantworte, das ist okay, ich spiele damit öffentlich, das kommen immer wieder neue Leute. Und dass dann immer wieder gefragt wird, das ist natürlich, das ist kein Problem. Ja, finde ich persönlich so. Das einzige Problem, was ich habe, also wo ich jetzt wirklich ein Problem habe, das ist wirklich, wenn ich Dinge im Video erkläre, und zwar in den ersten 20, 30 Sekunden, und wirklich 10, 15 Leute oder mehr exakt das fragen, was in den ersten 10, 15 Sekunden beantwortet wird, dann weiß ich genau, dass die Leute die Videos nicht gucken, sondern direkt fragen, und das nervt mich richtig hart. Ich hab doch einfach Migräne. Das, und dann die Ausreden, Alter. Diese Ausreden. Ich habe Migräne, ich konnte das Video nicht gucken. Ach, ich hatte nur das und das verstanden. Das vorher war undeutlich. Digga. Bin ich auch Wahnsinn. Was, aber ich bin da auch nicht böse. Ich beantworte es dann einfach nicht. Und dann kommt halt ganz schnell der Punkt, wo die Leute sagen, ah ja, die YouTuber, Streamer, die antworten ja auch gar nicht mehr da drauf. So abgehoben, bla, blub. Nee, wenn du schon alles im Video sagst, du kannst auch nicht den ganzen Tag auf den Social-Media-Plattformen abhängen und 5000 Mal immer wieder dasselbe schreiben. Das geht nicht. Das kriegst du nicht hin. Keine Chance. Ja, Monk, es ist aber egal. Und versteh mich bitte nicht falsch, ob du 4 Stunden probiert hast und klickisch gescheitert bist. Deshalb haben wir auch gesagt, oder Adrian gesagt, dass es sehr, sehr kompliziert ist. Es spielt keine Rolle, ob du Luas hast und nach 4 Stunden aufgehört hast. Deshalb bleibt die Antwort im Prinzip das gleiche. Die Frage, ob man nicht doch mal gucken könnte, ob man Freigaben holt, ist nicht fair. Ist jetzt nicht schlimm und ist nicht böse, aber ist nicht fair. Wie gesagt, ich mein's jetzt ja auch nicht böse. Das hat doch mit neidisch nichts zu tun, Lars. Was soll das mit neidisch zu tun haben? Nein, damit hat das doch nichts zu tun. Ich verstehe das ja, und deshalb kann man ja auch fragen, ob es zum Download gibt. Ist ja kein Thema. Aber Adrian hat das schon mal gesagt, das ist ziemlich kompliziert gewesen in dem Falle, weil du halt so ein Ballenlager hast, was automatisch einlagert, hast du ein Gebäude, dann musst du es miteinander verbinden. Das ist nicht ganz so easy wohl gewesen. Ich selber, kein Plan, aber dann muss man es dabei einfach belassen. Weil ich die Frage noch gelesen hatte mit den Stallungen, die sind bei der Landersum in der V1 sind die standardmäßig drauf. Und die Gebäude kann man, soweit ich weiß, auch nachträglich oder generell einzeln runterladen. Die sind von 20 mm Normandie oder 20 mm Normandie. Was auch irgendwie ein fragwürdiger Name ist, by the way, irgendwie mal drüber, wenn man so drüber nachdenkt. Aber die machen diese ganzen, ja, Holland-Style, Nordisch-Style Gebäude. Lukas, was heißt denn hier entspann dich? Lass mich doch Dinge bitte erklären. Was heißt denn hier entspann dich? Genau, entspann dich mal. Lass mich doch. Trink mal einen Bonsai-Tee, Baumöl. Bonsai? Was auch immer. Was bei dir anklopfen, Yogi? Für was denn? Achso, naja, wenn ihr irgendwelche Gebäude habt, klopft bei Yogi an. So. Ich brauche nicht, nö, alles gut. Also,
Wenn Yogi, wenn du eine Lösung hast zum Beispiel, wie man da das ist ja ein Freiland-Ballenlager. Wenn du weißt, du bist halt Mapper, wenn du weißt, wie das easy geht, dann schieb am besten ein Video raus und let's go, dann kann ich das hier im Dings verlinken. Also, ich habe mich auch dran versucht an dem Lager. Bevor ich in die Heiligen Hallen aufgenommen worden bin. Und es ist, also klar, es ist friemelig, aber ey, es ist jetzt nicht so schwer. Naja. Aber wie gesagt, Digga, es gibt einige Leute, die haben halt zwei linke Hände, was das angeht, und ist nicht schlimm. Das ja, würde ich auch fragen. Muss ja nicht mal unbedingt sein. Manchmal ist es auch einfach so, das ist too much und du machst mal an einem anderen Tag weiter und dann kommt nochmal der zündende Gedanke so. Das auch auf jeden Fall. Großer Punkt. Glück auf. Glück auf. Hey, Glück auf. Hast du dich verirrt oder was? Nee, ich komm gerade hier von der so Feiertagsgeschwüre und so. Hä? Feiertag? Was? Geburtstag, ja, von mir. Und wer, so. Du? Ach, Geburtstag. Ja, ich nicht, nee. Ja, alles Gute. Ich wollte bloß fragen, wer alleine seid, ob ihr Hilfe braucht, oder? Kannst mitmachen, klar. Ja, kannst, wenn du willst, klar. Ist immer Auslegungssache, dass du immer so negativ bist, Boah, du könntest nee, gut ich dachte bloß, vom Markt nach, wenn nicht, dann vom Lohner die Gerätschaften hin und her fahren, von A nach B. Ja, auch abfahren. Oder abfahren, ja. Oder einen Drescher setzen. Na, ich zieh jetzt gerade die vorletzte Bahn gleich. Ah ja. Dann abfahren, Geräte einsammeln und Scheiben. Na, ja, du musst nicht, Christian. Das klingt so gequält. Komm zu uns, bei uns gibt's keine Toiletten. Hast du deine Technik jetzt schon? Ja, das Blöde ist, was richtig schmerzvoll und leidvoll ist, das Mikro ist halt schon da, das Mischpult halt noch nicht. Mhm. Und ohne Mischpult kann ich das Mikro ja nicht verwenden. Nee, würde ich auch nicht machen. Ich habe das damals auch so gemacht, wenn ich so ein Zeug da hatte, habe ich gewartet, bis wirklich alles da ist und erst dann habe ich angefangen. Das ist aber so schwer, weil es neben mir liegt und mich anlässt und es schreit. Ich habe heute Nacht davon geträumt, es hat gerufen, bin kurz aufgestanden, hat sich steil wieder hingelegt. Bequemlichkeit, für viele wird es Bequemlichkeit sein. Monk hätte ich jetzt die Bequemlichkeit nicht unterstellt. Also, das meine ich damit auch gar nicht. Für viele, na klar, ist es Bequemlichkeit, gerade was die Videos angeht. Einfach kein Video zu gucken und einfach dann eine Frage runterzusetzen. Ja, mag sein. Aber, ach, keine Ahnung so. Man braucht sich dann nicht wundern, warum ja immer weniger Leute dann was dazu sagen. Das ist dann halt einfach die logische Schlusskonsequenz. Ach guck, der Schwabe auf mich bestellt ist auch am Start. Mensch, Yogi, grüß dich. Yogi, Gegenfrage. Wenn du hier im Chat rumpimmelst und Zeit hast, wieso bist du nicht auf dem Server? So ein Ding ist es nämlich. Das ist auch assi, Alter. Jeden Tag Discord, 5 Videos und hier und was auch immer. Oh, ich habe auch Hausaufgaben von Vasili gekriegt. Oh. Eieiei, der Mann hat Großes vor. Schon gut überlegt. Das höre ich von euch immer. Ja, bei euch hat immer jeder Großes vor. Ja, er will halt wirklich zu jedem Sound, den er hat, ein Video machen und hat einfach ganz viele Sounds. Viel Spaß. Ich meine, geile Idee, ne? Da kann man es gleich anhören. Aber... Naja, klar. Grias Eich, schöne Grüße in die Runde. Manello, moin. So, wie viel liegt denn jetzt hier noch rum? Ein bisschen was Licht noch. Du könntest auch. Obwohl, nö. Noch nicht abfahren. Modding-Welt ist auf jeden Fall eine Seite, da kannst du ganz entspannt von runterladen. Das ist kein Thema, ja. Bodentextur, die sind von Bumsnudel hier.
Und sonst so? Ich hab ein freies Wochenende. Es ist krass, es ist so krass. Es ist irgendwie so untypisch. Naja. Aber ich muss Montag früh um 8 da sein. Am Wochenende? Das Spiel geht früh um 6. Mehr am Montag, ja. Aber das Spiel geht am Sonntag bis 6 oder so. Was ist das für ein Spiel? Super Bowl. Ach. Alles bei uns immer, wir zelebrieren das immer ganz schön. Ist der Trend, den kann ich nicht. Bin ich nicht drin. Nö, das ist kein Trend, den das mache ich schon seit 10 Jahren. Also wir machen das schon. Also seit gut, ist ein Sport, wo ich nicht drin bin. Ich auch nicht komplett, aber so die Hauptspiele schaue ich mir schon an. Mir ist das so langatmig. Naja, das ist halt irgendwie. Ich feiere das halt auch. Ich sitze halt lang beisammen und so ein bisschen quatschen. Ja gut, okay, das. Aber das kann ich auch ohne Super Bowl. Aber. Das stimmt schon. Wenn du dazu was laufen hast, okay, verstehe ich. Aber es gibt auch Leute, die stellen sich den Wecker und gucken dann, keine Ahnung, alleine stundenlang. Ich könnte das, schaff ich nicht. Ich habe das letzte Formel 1-Saison, da ist hier immer in Bahrain oder wann, oder nee, wo war denn das? Irgendwo ist immer früh um 4, Japan oder so. Wecker gestellt, auf der Couch gelegt, um das Rennen zu gucken, eingeschlagen. Schaffe ich nicht mehr. Also alleine war es sowieso nicht, wenn dann in der Gruppe. Also ja, geht nicht anders. 10, 15 Leute. Ja, und ja, dann machen wir uns beim Kumpel im Club und dann wird halt richtig zelebriert, ne? Ja, okay, das passt schon. Tschüss. Can I ask you a question? Ja, yeah, of course. Let's go. Ja, okay, verstehe ich. Wenn du ein bisschen was zu fressen hast, so dies, das. Ja, ist immer so ein bisschen die Runde. Wir treffen uns beim Kumpel, da hat irgendwie ein nächstes Restaurant, da gehen wir aus Essen. Oh ja, herrlich. Dann gehen wir zum Kumpel Club und dann, ja. Männerrunde. Männerrunde. No mams. Nee, der 728er ist vom Lohner. Ich fahr den einfach nur, weil der vorm Anhänger hängt. Mein 6R bleibt. Sehr schönes Fahrzeug. Ich bleib mir sehr viel Spaß gemacht, letzte Woche den zu fahren. Welcher? Also, 6R, oder? Ja, danke. Ja. Aber beschleunigungstechnisch ist der 728er halt schon wirklich krank. Was der auf die Bahn drückt, ey. Furiosa rein. Hoffentlich geil in der Zeit, ne? Ja. Hammergeil, ich fang grad letzte Bahn. Wo ist der Rest denn eigentlich? Was ist denn los hier, Mensch? Dirk ist krank, der Rest ist auf Schicht. Arbeit, das ist bei allen zur Zeit ziemlich krass. Tino nimmt sich auch gerade immer Zeit für seine Jungs. Das ist ja auch völlig okay. Das ist auch richtig, genau. Na klar. Nö, ach passt, aber wie gesagt, passt alles, wir haben keinen Druck. Alles schön. Nur ich dachte, komm jetzt mal einmal Hallo sagen. Ja, jetzt klar. Dringend gewesen wäre, hätte ich unterstützt. Aber ich glaube, mein Sitzsack ruft. Oder nur alles gut, ja, alles gut. Der Dreier-Sitzsack. Naja, das ist so geil. Echt, das ein Vermögen habe ich dafür bezahlt, aber es gibt nichts Bequemeres. Da fügt sich diesen Menschenmassen an und da kannst du nicht zulegen. Oh. Ehrlich. Ohne Scheiß, nach der Arbeit reingelegt, um 5 Minuten mit dem Hund zu spielen und 3 Stunden später aufgewacht mit Hund im Arm. Unglaublich. The Fendt, you can download the Fendt on ModHub. It's the Fendt 707 from Schnibbel Modding. Ja, das habe ich mit der Couch. Unsere Couch ist bestimmt jetzt nicht so wie so ein Sitzsack, aber habe ich ähnliche Erfahrungen mit. Ja, unsere Couch, ich habe mega also, Fehlkauf gemacht. So, kann ich nicht drauf sitzen. Fehlkauf, ja? Ja, richtig Fehlkauf. Okay, das ist ärgerlich. Ne, also sitzen ist kein Ding, da wäre ich jetzt nicht müde, aber sobald ich mich auf die Couch lege, ist Feiern. Ah, es ist. Schlaf so, ich ein. Diese Couch und Sitzsack, das sind alles so Zeit, schwarze Löcher der Zeit, so die klauen einfach Zeit. Ja, das stimmt.
Und im zunehmenden Alter, muss ich sagen, geht es auch immer schneller, dass du einfach wegnimmst. Ich bin letztens so, kleines Schläfchen. Ja, letztens irgendwie im Chat. Und irgendwann bin ich weggepennt und hab dann mit dem Kopf schön meine Stirn quasi auf die Tastatur gelegt. Alter, hast du den Sitzsack vor dem Rechner, Rechner stehen? Nee, oder warst du platt? Junge, so, ey. Das war halt eine Lustigung für alle anderen, das würde ich mal erraten, aber. Dirk ist krank, deshalb ist es so ruhig und so wenig Probleme mit der Technik. Ja, das stimmt. Keine Unfälle, keine Technikprobleme, keine fehlerhaften Mods, die auf immer nicht gehen. Ja, verfahren wird sich trotzdem, das stimmt, ja. So, Felix, 111 ist auch runter. Na, herrlich. Krass, mit dem, das hast du jetzt den kleinen, den ich auch hatte zum Laden? Ja. Bei mir hat er keine 4 geschafft. Da ist ich hab Knie, die, ja. Nö. Ich hab, Gewicht, Kontergewicht. Ach, was? Ah, okay, 1,5 Tonnen habe ich, glaube ich, rangehangen. Ah, ja. Na, ohne Gewicht keine Chance. 2 hat er geschafft, das war's dann. Ja. Die Dashboard Live ist, okay, no. Die Fan from ModHub doesn't have the Dashboard Live integrations like our one, like our Gen 7. We've built the Dashboard Live examples from Agacom Waffle. This is the name from the user, Agacom Waffle. There's also a YouTube video. You can find it on my Discord channel. My Discord server, there's a channel Dashboard Live, and there is a channel for several designs. There you can find Agacom Waffles example included a video. Alter, hat ja ganz schön runtergeholt, das Ding ist ja fast voll. Die BGA-Flächen. Was BGA meinst du, den Anhänger oder was meinst du jetzt? Achso, du meinst die das Lager? Ja, ja. Ja, ja. Die BGA-Flächen sind noch nicht reif, ne? Nee. Da müssen wir mal gucken, ob die am nächsten Tag dann reif sind. Okay. Das ist jetzt gerade nicht. Lieblings-F1-Team habe ich jetzt nicht. Ich habe immer nur Lieblingsfahrer und da finde ich, Verstappen ist eine übelste Maschine einfach. Kranker Fahrer. In Englischen 1? Naja. Formel 1-Zeiten, Montana-Zeiten. Och, ich genieße das jetzt immer noch. Das ist nicht mehr so spannend, aber. Kommt irgendwie nicht mehr ran. Ja, unser Sänger ja von der Band, der ist totaler Freak, der hat auch auf Tour immer im Turbos dann angeguckt. Aber ich habe mich dazu gesetzt, ich kam nicht mehr rein, das ist irgendwie. Choose, I don't have the exact download, the exact link from for the video. I don't have it. You have to search by your own, sorry. Ja, nö, also ich war auch mal eine Zeit lang draußen, aber dann hat ein Kumpel wieder angefangen zu gucken, dann habe ich mitgeguckt und. Och, ist immer eine schöne Beschäftigung auf der Couch, ein paar Runden da gucken. So wie du mit dem Super Bowl halt, so. Nur in einer Ultra-Light-Version. Auf der Couch ein bisschen mit dem Kollegen hin und her schreiben. Es ist selten, dass wir zusammen Rennen gucken. Also Spiele gucken wir auch selten, dass wir zusammen, also Super Bowl halt. Ja. Aber da geht's halt auch nicht nur um den Super Bowl. Das ist einfach so eine Jahreszusammenkunft von naja, klar. Leuten. Ja, Jonas, ich habe das vorhin schon gelesen, dass du dir eine Seitenkonsole bauen möchtest, aber die Maße nicht hast. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich habe die Maße auch nicht. Ich weiß Jungs, nicht. Ich meine, Jungs, mal drüben noch Hallo sagen. Ja, mach das, mein Lieber. Einen entspannten Abend, ihr Lieben, und ebenso. Okay, viel Spaß. Ne? Bis dann, ciao. Ja, tschüssi. Tschüssi. Das Konzept von Formel 1, Autorennfahren, der erste gewinnt. Oder Tim, also ein anderes Konzept hat die Formel 1 eigentlich nicht. Es ist mittlerweile, sind die Autos sehr, sehr gleich. Es ist viel Taktik. Eigentlich ist es nur noch Taktik, wann kommt wer in die Box, wer macht einen anderen Cut, also wer zwingt den anderen in die Box und so weiter und so fort. Und es ist ziemlich langweilig. Du hast halt Verstappen, der vorne wegfährt. Der einfach, weiß nicht, da kommt einfach kein anderer ran aktuell. Und dann wird es halt, dahinter wird es halt ein bisschen spannender. Aber ja, letzten Endes, also das Autorennen im Kreisfahren. Wer als erster da ist, hat gewonnen. So, abgekürzt.
Ja. So, die Fläche runter. Jetzt haben wir in-game 18.06 Uhr. Boah, da können wir schon noch eine Bodenbearbeitung dann rein, ne? Würde ich sagen. Oder du holst dir noch die Presse und holst mal noch die Heugeschichte da. Kann ich auch machen. Wie weit bist du mit den Beinen? Nur ein Anhänger noch, denke ich. Das ist gut, weil dann würde ich... Also ich fahre jetzt den 700 an zu euch abladen. Ja. Der 800 steht da ja noch, aber ich würde den erstmal pressen. Ja, ne, ich kann den 800 dann auch wegfahren. Oh, je nachdem, wie wir es zeitlich schaffen. Ja, genau. Das Ballenlager ist über den Giants Editor da eingebaut worden. Mehr kann ich jetzt aber auch nicht sagen, ich habe es nicht gemacht. Also es ist nicht einfach nur platziert, weil das lässt sich nicht, glaube ich, in Gebäude einfach so platzieren. Achso, die Grand Prix ist der große Preis von. Also jedes Rennen ist ein eigener Grand Prix. Grand Prix ist ja, wie gesagt, übersetzt der große Preis von. Und der große Preis ist halt, ja, die Strecke. Große Preis von Monaco. Monaco Grand Prix. Und dann holt halt der erste so und so viele Punkte, der zweite so und so viel, der dritte so und so viele Punkte. Pro Rennen halt noch dazu. Und dann hast du halt auch ein Punktesystem, ne? Und ja. Wer die meisten Punkte hat, wird Weltmeister, sag mal so. Can this be downloaded somewhere? Die Dashboard Lives, die Dashboard Live Examples are free to download, but you have to build it on your own. Build in. You have to build it in your truck on your own. Silvio, moin. Vielleicht schaue ich mir den Spaß mal an. Ja, also, wie gesagt, es wird, also, ziehst du mal rein. Es ist, was, also, vorher noch ein Training. Damit fängt es an. Drei Trainingssessions. Erstes Training, zweites Training, drittes Training. Danach kommt das Qualifying. Beim Qualifying geht es darum, wer die schnellste Zeit fährt. Der steht halt ganz vorne. Und danach kommen dann die anderen. Und dann geht es ins Rennen. Ist jetzt nicht die spannendste Sportart und die spannendste Motorsportart auch nicht, aber es ist, ich mag es ganz gern. Ah, das vielleicht ist übrigens euer 700er, ne? Echt? Den ich hier unterm Arsch hab? Ne, ach so, den du hast, ne, das ist unserer. Ja. Haben wir auch einen, wir haben doch keinen 700er. Ja, das ist, Vorführer, sure. Ja. Das stimmt, das kann aber sein. Auf Kennzeichen steht ein D. Okay. Ja, Dirk den als Vorführer geholt. Ja, das stimmt. Das ist das Ding, dass Formel 1 halt jetzt Sky exklusiv ist. Außer halt 2-3 Rennen oder so. Und Sky ist halt echt gottlos teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du nicht gerade sowieso noch Fußball alles mögliche guckst, dann ist das schon sinnlos. Wir teilen uns das halt und da geht es. Diesmal nicht falsch gefahren, nee. Es ist immer nur, wenn ich halt switche, ne, zwischen Abfahren und Ballenfahren und so. Das sind ja zwei unterschiedliche Routen, da struggle ich hin und wieder mal ein bisschen. So, da unten, ne, dann hier oben und dann fahren wir erstmal hier unten. Ist auch noch. Hier steht im Übrigen noch ein Schneidwerk rum. Das kann ich dann auch noch wegfahren. Nö, zeitlich liegen wir gut. Wie gesagt, wenn wir jetzt noch mehr Leute, könnten die ja maximal schon in der Bodenbearbeitung anfangen, aber wir haben halt auch so von der Ingame-Zeit, wo wir wochentechnisch liegen, ist eigentlich alles recht entspannt. Kann ich eine Frage zur Galgenberg fragen? Na klar, du kannst jede Frage fragen. Nee, DTM schaue ich nicht. Wie gesagt, Formel 1 schaue ich eigentlich. Ich habe damals als Kind habe ich viel Formel 1 geguckt, ne?
So mit Michael Schumacher, das war so meine Ära. Oh ja. Das habe ich sogar geguckt, wo er noch bei Renault gefahren ist. Dann eine ganze Weile nicht mehr und dann habe ich es irgendwann mal wieder angefangen halt. Habt ihr eine eigene Ballenpresse, die sie in Dreier? Ja, ja, die von der Schuhbergung. Da hinten dran den Bale Collector. Und dann kannst du die da schön als Dreierbündel ablegen. Wie sind die Chancen zum Euro-Jackpot? Arschritze. Schätze ich. Hab da ausgewachsene Holstein-Kühe drin, aber die produzieren keine Milch. Die produzieren auch erst Milch, mein Lieber, wenn die trächtig sind oder tragend sind, so rum. Wie in der Realität. Erst wenn Baby im Bauch, dann wird Milch produziert. Und danach dann eben, nach Geburt. Immer schön an die Natur denken. Ist im Spiel genauso wie in der Natur. Bei mir fliegt manchmal die Presse weg. Das hatten mir schon andere Leute geschrieben. Bei uns ist sie noch nicht weggeflogen. Ich vermute da auch irgendwie wieder, guckt da mal in eure Lok, was da los ist. Vielleicht Rea Implements. Versucht's mal ohne Rea Implements, wenn ihr das drin habt. Rea Implements ist irgendwie nicht so der Bringer. Oh, der mittlere auch schon wieder kacke. Ja. Die haben schon gekalbt, aber passiert trotzdem nichts. Okay, das ist merkwürdig. Ja, das kann ich dir jetzt so ad hoc auch nicht beantworten, wo das Problem ist. Haben wir da unten jetzt alle weggehabt oder gibt es dann auch wieder böse Überraschungen? Ich glaube schon. Liegt auch ohne Rea. Also bei uns ist bisher die Presse noch nicht geflogen. Wollen wir mal beobachten. Jo, der Joe, grüß dich. Nee, man kann nicht mitspielen, Philipp, sorry. Meine Premus ist verbuggt, die bewegt sich nach links beim Aufklappen. Ach, ich weiß nicht, ich kann das nicht beantworten, Leute. Ich weiß auch nicht, was in eurem Mod-Ordner noch so los ist. Weißt du? Also, ich hab's getestet, das lief alles wunderbar. Ich, keine Ahnung. 103, ne? Ich glaube, es war die 103, ja. Wenn du von dem Thema schon genervt bist, verstehe ich, aber mich würde interessieren, ob die Erlebach M22 noch besser findest, als die aus dem 19. Ich bin davon nicht genervt. Nö, warum denn? Ich, also, das Genervte, oder was mich nervt, ist, wenn ich schon geschrieben habe oder in einem Video gesagt habe, was die Facts sind, wann und wo die kommt, und die Leute die Videos nicht gucken und deshalb fragen. Aber ansonsten, wer sonst inhaltliche Fragen hat oder meine Meinung dazu, er fragt, das, davon bin ich auch nicht genervt, das ist alles cool. Also ich finde die nach wie vor sehr, sehr gut und ich würde jetzt nicht sagen, die ist im 19er besser als im 22er oder andersrum. Das kommt drauf an, welches Flair du halt so magst. Ich finde Mosakra das auch jetzt in der 22er Version sehr geil umgesetzt. Definitiv spielenswert. Ja, ich glaube Implements, ich weiß gar nicht, ob wir hier Rea Implements drauf haben, aber hier muss man fairerweise sagen, dass uns die Dudes dann auch wieder irgendwelche abgeänderten Varianten mal gegeben hatten. Ich weiß gar nicht, ob die dazu irgendwelche XMLs bei sich auf dem Server haben oder so, das weiß ich jetzt nicht. Und damit funktioniert das alles ein bisschen besser. Naja, nee, nicht. Aber ja. Tutorial. Ah, Tutorial, okay, sehr schön. Ja, stimmt, da gab es dann mal Tutorials zu und damit passiert jetzt auch nicht mehr, dass du dich gottlos irgendwo festfährst oder was weiß ich nicht, also. Ja, Niklas, die kommt auch für Konsole. Guckt euch einfach wenigstens 60 Sekunden an.
Guckt euch auf TikTok. Wenn ihr keinen Bock aufs YouTube-Video habt und auf die 8 Minuten oder was, verstehe ich alles. Aber dann schaut wenigstens die 60 Sekunden auf TikTok oder so. Da ist alles dazu beantwortet. Ich mache auch noch ein anderes. Ich zeige auch noch ein paar andere Sachen so. Ist alles kein Thema, ne? Und ich beantworte es auch. Auch kein Thema. Ich verstehe das auch, dass viele Leute fragen. Man muss sich mal überlegen, ja? Das TikTok zum Beispiel haben, weiß ich nicht, fast 80.000 Leute gesehen. Dass unter 80.000 Leute dabei sind, die keinen Plan haben und immer wieder fragen, das ist ja auch völlig normal. Oder auf YouTube 50.000 oder so. Das ist ja, die Karte hat ja eine wahnsinnige Beliebtheit. Ja? Und das liegt scheiße, das können wir so nicht machen. Ich verstehe schon, dass die Fragen dann immer wiederkehrend sind. Das ist ja auch logisch. Bei so vielen Menschen. Da störe ich mich auch gar nicht dran. Ich finde noch manchmal diese kackendreiste Geschichte. Wie das vorhin Bjarne schon sagte, ne? Ich sag, ja, habe ich auch im Video erwähnt. Und du kriegst als Antwort, ah, ich habe Migräne, ich kann zurzeit kein Video gucken. Aber hängst vorm Handy oder was? Und habe ich überhört. Und ja, der Onkel hat gerade was fallen lassen. Aber was weiß ich nicht. Du liest die wildesten Dinge. Es ist einfach richtig crazy. Diese Kreativität, wenn die Leute diese Kreativität überall an den Tag bringen würden, ey. Video zur Deutschland, ich habe die Karte nicht. Sobald ich die Karte bekomme, werde ich da definitiv ein Video machen, auf jeden Fall. Und ich denke, ich werde auch ein Let's Play auf der Karte machen. Mal gucken, wie es so ist, ne? Shit, ey, hier liegt jetzt wirklich noch ein Stapel und ein Loser. Muss ich dafür echt nochmal herfahren? Und danach kannst du hier kommen. Ja, scheiße. Habe keinen Namen 08. Verstehe ich nicht. Erklär mir das. Du hast das Video 20 Mal geguckt und hoffst, dass es auch für die alten Konsolen reicht. Also wenn du im S was für Konsole bringst, kannst du dann überhaupt auswählen, ob das nur für neue ist oder musst du alle bedienen? Meiner Meinung nach ist es dann für alle Konsolen. Es gibt, glaube ich, nicht die Untertrennung alt und neu, oder? Nee, denke ich nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube auch, wenn Konsole, dann alle Konsolen. Wollen wir fragen, was das Setup gekostet hat? Ja, beantworte ich nicht. Also das ist über Jahre zusammengestellt, sage ich mal. Also das, da jetzt einen expliziten Preis zu nennen, macht keinen Sinn. Mache ich auch nicht. Sind ja auch Dinge dabei, die wurden gesponsert und so weiter und so fort. Das sind alles Kooperationen. Ich habe eine Liste zu meinem Setup. Wenn man möchte, kann man sich das alles selber ausrechnen. Nur, ich würde das Setup, so wie es da jetzt ist und wie ich es benutze, an eurer Stelle jetzt nicht nachkaufen, weil das ist ja mittlerweile auch schon veraltet. Gibt es neuere, bessere, frischere, geupdatete, was weiß ich nicht, Sachen. Tschüssi, Navent. Ja, also Konsolentrennung gibt es demzufolge wohl nicht. Wie findest du das? Wie findest du oder ihr, dass GTR 6 erst für Blazy released wird? Also ich persönlich fange mal schnell an, weil ich rotzfrech bin. Ich persönlich habe mir das schon denken können, weil es bei der 5 genauso war. Oder? Ich bin Xbox-Spieler und mir ist es scheißegal. Ach so, kommt die auch nicht für Xbox? Kommt die wirklich nur PlayStation Only erstmal? Oder PlayStation und Xbox, also Erstkonsolen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich auch nicht.
Erstkonsolen schon immer so gewesen? Nein, das stimmt nicht. Gerade die älteren Teile, ne? Also wie GTA 2, GTA 3, GTA 4 war, glaube ich, auch beides parallel, oder? Das weiß ich jetzt nicht genau. Also ich finde hier San Andreas war auch erst PlayStation, ja, ich glaube, das stimmt. Ich finde nur was davon, dass das nicht auf den alten Konsolen kommt. Ja gut, das ist klar, Next Gen. Ja, nee, das aber tatsächlich seit San Andreas, weil ich erinnere mich, San Andreas habe ich zweimal besessen. Mhm. Einmal für PlayStation 2 und dann eben für PC. Und war das Vice City? War, glaube ich... Nee, Vice City habe ich auf dem PC gespielt. Auch übel geil. Ja, mega Flair. Das sind noch gar keine verbindlichen Infos. Doch, doch, dass erstmal Next-Gen-Konsolen sind, das schon. Das ist schon verbindlich. Und PC kam immer zum Schluss. Ja, bei GTA 5 war es, ja. Das stimmt. Ja, aber ich denke, GTA werde ich mir... Ich hab's... Bei GTA 5 habe ich es auch so gemacht. Da habe ich mir extra eine Xbox 360 für geholt. Und ja, ich werde mir für GTA 6 auch extra eine Konsole kaufen. Ich liebe einfach Rockstar-Spiele. Das ist einfach nur geil. Ja, das ist heftig, ne? Und außerdem habe ich auch Bock, wenn ich auf der Couch hocke. Also so richtig... ja, so richtig casual. Einfach so Story-Games. Kommt zum Beispiel auch ein Indiana Jones Spiel raus, wo du so in verschiedenen Teilen der Welt unterwegs bist und halt, das ist geil. Storyline-Spiel okay. Auf der Couch, richtig schön basic. Da hab ich Bock drauf. Und für einen PC brauche ich das nicht. Ich habe ja meine PCs hier stehen und ich werde zu Hause. Weiß ich nicht, ob ich... Ja gut, ich würde auch gerne mal wieder sowas wie Anno spielen. Vielleicht stelle ich mir irgendwann mal noch so eine kleine Bude irgendwie in der Ecke, die ich an den Fernseher anschließe oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber... Konsole würde ich aktuell zu Hause mehr führen. Red Dead Redemption habe ich gespielt, ja. 1 und 2. Hammer gut. Ja, ja. Nee, Hogwarts ist nicht mein Ding. Ich bin kein. Also, ich habe die Harry Potter Bücher damals ein paar gelesen. Und ich finde die Filme auch ziemlich cool. Und freue mich auch, wenn mein Lütter in das Alter kommt, dass wir die Bücher lesen können und so, aber als Spiel kickt mich das nicht so. Ja, ich hab's extra gekauft, weil ich dachte, Alter, ne, Filme finde ich geil. So, ja. Gameplay sieht lustig aus. Nee, überhaupt nicht gecatcht irgendwie. Nee, das ist, also ich hab's auch beim Zugucken gemerkt, dass mich das überhaupt nicht, gar nicht tangiert, so. Ach, verdammt. Aber ich glaube, was so eingefleischte, also so richtig eingefleischte Harry Potter Fans sind, ich glaube, für die war das cool. Und ich dachte auch immer so, als Kind fand ich die Bücher mal ganz cool. Als Jugendlicher dachte ich mir, ach, Harry Potter, was für ein Blödsinn. Aber das sind schon geile Geschichten so. Also es guckt ja. Sich auch als Film geil, es liest sich als Buch cool. Es ist. Ich hab irgendwo was gesehen. Dass da jetzt noch ein Teil kommen ja. Soll. Habe ich auch gehört, hat mir meine Freundin erzählt, das habe ich auch gehört. Ja. Dann wahrscheinlich die Kinder, ne? Weil die hatten doch am Schluss dann Kids gehabt, irgendwie. Sorry für den Spoiler. Wenn es irgendjemand auf diesem Planeten gibt, der das noch nicht gesehen hat. Tomb Raider, Alter, habe ich mit meinem Kumpel gespielt. Immer nach der Schule, immer zu ihm, der hatte Tomb Raider auf dem Computer. Dann haben wir da immer gedattelt, bis einer gestorben ist. Dann war der nächste dran. Warst du dran. Ja, genau. Ja, ja. Und irgendwann, Alter, das war ein richtiger Abfuck, weil du hast ja dann immer nur speichern können und ich glaube, du hattest jetzt nicht so wie heute 6, 7, 8 oder unendlich viele Speicherslots, sondern du hattest einen. Genau. Und bei Tomb Raider ist es so, dass du teilweise auch an Stellen springen konntest, wo du dann am Arsch warst, weil du nicht mehr zurückgekommen bist. Und dann haben wir gespeichert und da war es vorbei. Das weiß ich ja ganz genau. Scheiße. Dann hatten wir eine Phase, kennst du Bomberman? Ja. Dieses kleine Spiel. Da hatten wir eine Phase, da haben wir stundenlang nach der Schule Bomberman gespielt. Alter. Auch richtig krank, Alter. Ich hab übelst gerne, ich glaube Jack and Dexter oder so hieß das. Nee, Jack and Alien. Meinst du bestimmt, oder? Ich,
Das mit den Aliens so hier 2D Vogelperspektive, so Click and Point Spiel oder meinst du You Don't Know Jack, dieses Quizspiel? Nee. Ich weiß nicht, ob ich das finde, Jack and Dexter oder so. Das sagt mir gar nichts. Ja, Jack and Dexter. Okay. Damals PlayStation 2. Johnny, moin. Oh, WhatsApp. Screenshot. Ja. Das, Alter, habe ich auch übel abgesuchtet, ey. Killer Miller muss man ja. Kannst aber auch auf eine Tasse legen. Kann sein, dass sie mich einfach nicht angezeigt wird im Tiermenü? Nee. Also bei mir ist sie im Tiermenü auch sichtbar. Im Türmenü. Worms, also meine Anfangszeit, Freunde, das waren Lemminge auf der Diskette, Alter. Ohne Scheiß jetzt. Ach hey, okay, nee, ja, so eine Spiele habe ich auch nie gecatcht. Lemminge auf der Diskette. Wie hieß er? Autorennspiel, Grand Prix 87 hatte mein Vater noch. Dann Lotus Racing irgendwie, das war ein so Rennspiel von Lotus. Oh ja, das kenn ich auch. Und dann Wolfenstein, Alter. Das wurde mir aber relativ schnell halt verboten. Ah, gab's schon richtige Klassiker. Ja, also Prince of Persia natürlich nicht zu vergessen. Das weiß ich noch wie heute. Dazu habe ich immer Spekulatius oder Karamellkekse gegessen. Das hat sich so hart eingebrannt. Oh, herrlich. Genauso wie sich das eingebrannt hat, dass ich Fanta Limette getrunken habe, während ich Need for Speed Hot Pursuit gespielt habe. Das sind so Momente aus meiner Kindheit oder Jugend, die sind derartig eingeburnt, die krieg ich nie wieder raus. Ach, Spekulatius geht auch immer. Naja. Das habe ich auch irgendwie an meinen Lütten vererbt. Die hauen wir uns auch sehr gern mal rein. Und aber von Lotus die Karamellkekse, Alter. Mm. Die gehen auch gut. Kennst du die Butterspekulatius? Nee. Diese hellen Dinger in so einer Plastikpackung. Nee. Und dann gibt's ja noch Mandelspekulatius. Ja, die kenn ich, ja. Oh, Digga, Alter. Aber du bist auch so einer, der die Packung wegatmet, ne? Du kennst doch keinen Stopp, oder? Du bist doch so einer, der keinen Stopp kennt. Nee, einfach. Ich kam ja gestern echt spät nach Hause. Dann hatte ich. Meine Frau hatte hier Reis mit Hähnchen und Sahne. Oh ja, oh ja, auch geil. Aber danach noch eine TK. Klassiker, oder? Wie viele TKs haust du so in der Woche weg? 5. Krass, hä? TK ist so dein Ding. Das mit der Wurst letztens war halt echt übel traurig, Alter. War ich ein bisschen sauer auch. Da hat er mir ein Bild geschickt, wie der sich hier, also irgendwann, keine Ahnung, was um ins, mit TK in den Ofen haut. Und da lag so ein kleines Stück Wurst zu zwei Dritteln auf dem Blech und nicht mehr auf der Pizza. Wenn ich sowas sehe, ich heb die Dinger halt auf, ja, und pack die dann auf die Pizza wieder drauf. Ach, scheiß drauf. Da habe ich neulich eine Wagner gegessen, hier, Brezel. War okay. Okay. Na, weiß ich nicht. Aber ich würd's mit dir auch vorher immer nochmal selber. Ne, Käse muss noch drauf. Ich mach extra Käse. Ja, hab ich immer. Immer. Nee, das habe ich mal mit einem Kumpel gemacht. Da waren wir auf einer Party gewesen und gut. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall haben wir dann uns auch Fertigpizza gemacht und da musste dann Mayo und Ketchup drauf. Das war richtig. Das war ganz wild. Ja. Auch gut, Ja, weiß nicht, habe ich nie wieder gemacht, aber. Oh ja, Zetti Knusperflocken, aber die Spekulatius-Variante. Oh, beste. Auch sehr geil. Der Chat fragt, welches deine Favoriten, Tiefkühl? Tatsächlich. Das ist schwierig. Ich würde sagen, die Pasta-Pizza. Ah, das ist nicht schlecht. Ist tatsächlich nicht schlecht, ne? Mit Spinat. Oder die Diavolo, also die scharfe Salami quasi. Ja. Salami-Pepperoni. Oder vom Ofen frische, auch Salami. Ja, die geht auch gut. Mhm. Ja, also müsste ich mich entscheiden, würde ich tatsächlich, glaube ich, die Nudelpizza nehmen. Okay. Aber ich muss sagen, ich fand auch immer von Restaurante die Mozzarella Basilikum ganz geil.
eigentlich noch nie probiert, weiß nicht. Ich glaube, zu wenig Fleisch drauf. Ja. Haben Sie. Danke für deine 100 Bits. Einen schönen Abend auch dir noch. Danke für deinen Support. Ach, gucke hier. Niklas sagt auch hier Pasta-Pizza. Ja, die gibt's auch schon 100 Jahre am Markt. Kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich die in meiner Jugendzeit, also wenn du von der Schule gekommen bist, da habe ich auch wilde Sachen. Da hatte ich immer die, kennst du die eingeschweißten zwei Fertigburger für die Mikrowelle? Ja. Da noch eine extra Schmelzkäsescheibe drauf und Ketchup. Oder Mayo auch gerne. Ja, oder das gleiche ja. mit den Fertig-Hotdogs da. Oh ja. Hammer. Hammer. Oder bei uns hatten die, damals gab es so ein Schulclub. Da haben die immer Buletten im Brötchen verkauft. Und da Mayo noch rein. Oh, auch gut. Das war auch immer ein Highlight damals. Naja, und heute frage ich mich, warum ich übergewicht. Naja, egal. Brotaufstrich gibt, der genauso schmeckt wie die Lotus-Kekse. Auf dem Schulkiosk, den haben wir mal Mütter gemacht. Und da gab es Frikadellenbrötchen. So ein Baguette. Aufgeschnitten. Mayo, Salat, Frikadelle. Dicker. Ja, beste. Das ist gut, ja. Ja, ich wusste, dass es den Lotus-Keks Aufstrich auch als dass das als Aufstrich gibt. Heißt bei uns zu Hause Creme. Einfach nur Creme. Fährt mein Luther auch komplett drauf an. Aber nur die Crunchy-Variante. Boah, wenn ich das so erzähle, dann höre ich auch richtig raus, dass ich mich richtig beschissen ernähre. Ja, stimmt, aber... Ach, weiß ich nicht, ey. Als ob du dick bist, dachte du wärst dünn. Dünn bin ich definitiv nicht. Ich bin auf jeden Fall übergewichtig. Aber ich muss dir ehrlich sagen, dass das mir persönlich jetzt nicht so wichtig ist, ob ein Mensch dick oder dünn ist. Das ist mir scheißegal. Und bei dir ist es ja auch noch die Größe. Du kannst auch nur dick aussehen. Naja, ich war schon, also das ist in der Familie. Also wir haben so einen Stoffwechsel, der geht halt in beide Richtungen gut, ne? Du kannst halt relativ ordentlich dick werden. Du kannst aber auch relativ schnell muskulös werden. Das ist natürlich mit Arbeit bedingt, weshalb ich aktuell eher mehr dick bin. Aber ach, scheiß drauf, wisst ihr, ich bin 35, ja, hab ein 5-jähriges Kind, hab eine Freundin in einer 17-jährigen Beziehung, ich muss nicht mehr, also, solange alles in Ordnung ist, ich merke jetzt, ich muss was für den Rücken machen, so, okay. Aber ansonsten, ach, scheiß drauf, Mann. Ich habe aufgehört zu rauchen. Wo ich geraucht habe, war ich definitiv dünner. 20, 30 Kilo bestimmt. Aber ich esse halt nicht mal mehr oder so. Ich hab viel Stress im Leben halt. Ne, mach ich mir halt auch selber. Und ich bin so ein richtiger Stressfresser. Das okay. Versuche ich gerade so ein bisschen wegzueliminieren. Genau. Und auch so zum Frühstück nicht irgendwas zu holen, sondern ich hole mir dann wirklich hier so diesen Porridge, Haferflocken, Krams, Zeug, so, ich finde es eigentlich auch ganz okay. Ja. Und dann immer zwischendurch mal ein bisschen was. Und wenn ich hier im Stream bin, esse ich ja auch relativ zeitig, ne, so zwischen 15 und 16:30. Mhm. Und das geht dann alles, danach haue ich mir auch nichts mehr rein. Ja. Oh, krass. Aber ja, in die andere Richtung geht's halt trotzdem in meinem Fall wirklich nur mit Bewegung, anders gar nicht. Ich baue überhaupt nicht ab. Ja. Aber wie gesagt, ist auch für mich aktuell jetzt nicht so wichtig. Nee. Kennst du vielleicht auch die Klatschbrötchen? Nee, was ist Klatschbrötchen? Hab ich noch nie gehört. Heißt bei uns im Osten bestimmt irgendwie anders, aber erklär mal, was ist ein Klatschbrötchen? Ich nehm gar nicht zu. Hab ich auch einen Kumpel, der kann essen, was er will, nimmt überhaupt nicht zu. Das ist aber halt so dieses andere Problem dann. Irgendwas in der Mitte ist halt ganz praktisch. So wie Bjarne. Bjarne sieht jetzt nicht aus, als ob er verhungert. Aber kann auch essen wie sowas. Wie sonst was. Also bei Bjarne ist das genauso ein Mittelding, glaube ich. Ja. So, wo lag denn das jetzt noch rum? Hier lag doch irgendwo noch ein Set rum. Schaumkuss mit Brötchen? Oh, nee. Ich mag Schaumkuss halt auch gar nicht. Das ist noch nie mein Wesen. Ich auch. Nee. 40 Kilo, Niklas, Digga. Das ist aber, ich weiß jetzt nicht, wie groß du bist, aber 40 Kilo ist halt echt nicht viel, ja? Jetzt, 40 Kilo. Ich will jetzt hier auch keine
ärztliche Diagnose abgeben. Ja, du bist ja auch 2,50 Meter groß, Alter. Das stimmt nicht. Ja, wie gesagt, Leute, lasst euch nicht beeinflussen so. Ich lese das auch immer wieder, wo ich in einem Kommentar, das war in irgendeinem Uncut, da habe ich gesagt, ach, ich finde dick sein nicht schlimm, alles gut so. Ja, gesund hier und gesund da, da hat auch jemand drunter geschrieben, doch, das ist schlimm, weil es ungesund ist. Sowas Asoziales, Alter. Sowas Asoziales, es ist einfach nur krass asozial. Über andere Menschen zu urteilen, ist einfach total uncool. Ne, klar, wenn einer vor dir steht, der 150 Kilo wiegt, knallrotes Schnauf wie sonst was und sagt, ich weiß gar nicht, warum ich Rückenbeschwerden hab. Ja, ne, gut, Digga, klar. Ich weiß auch, wo meine Rückenbeschwerden herkommen. Ja, aber ich weiß nicht, also über Menschen urteilen ist einfach kacke. Also scheißegal, ob ihr groß, klein, dick, dünn oder sonst was seid. Komplett scheißegal. Oh. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl. Und achtet ein bisschen auf eure Gesundheit. Und deshalb, ich würde auch Leuten nie was vorschreiben. Deshalb hat auch Randy von Anfang an zum Beispiel gesagt, hier für einen Videocast hier, aber ich habe halt meine Dampfer an, ne? Und ich würde ihm das auch nie untersagen. Wir machen Disclaimer rein halt, ne? Rauchen ist ungesund, bla bla. Und gut ist, und dann soll er machen so. Ich finde, das ist oft diktieren, du darfst diese Szene und das nicht. Du musst dich so und so anziehen, bla bla, das ist überhaupt nicht mehr meins. So. Kein Bock drauf. Geht immer über die inneren Werte. Ey, also das Auge ist immer mit. Also, ne? Aber, ja, klar. Bist du auf der 54 fertig? Ja, jetzt lade ich den letzten auf. Okay, gleich. Ich fahre gerade mit einer Scheibenegge hin. Jo. Der Mod mit den Stoppeln, das ist einfach, das sind die Texturen von Bumsnudeln, die ja verbaut sind. Und dann ist die Fruchtzerstörung 2.0 in die V1 schon eingebaut gewesen. Ich glaube generell in der Landersum. Und dann sieht das so aus, wie es aussieht. So, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich alle Ballen erwischt, aber es dürfte hier nicht mehr sein. Wir sind echt recht schnell, Alter, ne? Ist gerade mal 22 Uhr. Mhm. Kumpelblase, Grüße. Wie läuft die Ernte? Ja, ganz gut. Wir sind jetzt mit den hofeigenen Gerstenflächen durch. Jetzt sind noch die Lohnerflächen, aber die sind noch nicht ganz reif. Die brauchen noch ein, zwei Tage. Krass, Tim, 4,5 Jahre. Sehr cool. 4,5 Jahre, da bist du einer der ersten Zuschauer hier auf Twitch, definitiv auch. Krass. Ich glaube, das müsste ziemlich genau so die Anfangszeit von Twitch sein, 4,5 Jahre. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe zu gucken, Alter. Ich glaube, also auf jeden Fall auf YouTube angefangen. Ja, da habe ich auch angefangen zu streamen, genau. Und dann habe ich das irgendwann parallel gemacht und dann habe ich irgendwann nur noch hier. Aber wie viel Zeit dazwischen war, habe ich gar nicht mehr so wirklich im Kopf. Ich meine, das war am 19. Ja. Das stimmt, das war am 19. Nee, Schlumpf. Wir haben. Wir sind bei deinem Surferhost. Ausrufezeichen Surfer. Darf mein Kind, wenn es älter ist, auch zocken? Ach, Digga, Alter. Ich bin aufgewachsen. Ich saß schon quasi. Mit Windel an bei Papa auf dem Schoß und hab irgendwas auf dem Rechner so getan, als wenn ich irgendwas mache oder so. Gib doch ein Bild von mir, da bin ich so alt wie mein Lütter jetzt und hock vor einem Laptop und tu so, als ob ich da dran arbeite. Mein Lütter spielt jetzt auch schon mit kleinen Laptops so von Playmobil und. Natürlich. Natürlich wird er auch zocken, ist doch ganz klar.
Da freue ich mich doch auch richtig drauf, Alter. Vater, Sohn, LS-Server. Ah, weiß ich nicht. Also, es ist bei mir ist es so, dass ich mein Kind von sämtlichsten, also aktuell, sämtlichsten Social Media und so weiter und so fort fernhalte. Es gibt keine Bilder, keinen Namen, kein Gesicht, kein gar nichts. Und ich will ihn eigentlich auch nicht ins Internet bringen. Also klar, wenn er irgendwann alt genug ist, dann habe ich damit auch kein Problem so. Aber bis dato in der Kindheit definitiv nicht, weil das Internet ist schon ein Ort, du musst wissen, wie du damit umgehst, ne? Und ich weiß jetzt noch nicht, wie mein Sohn mal damit umgeht oder nicht umgeht, so wie der sich als Mensch entwickelt, ob der sagt, scheiß auf die Hater oder, weißt du, so nach dem Motto, oder ob er sich das zu sehr ans Herz nimmt oder so, kannst du jetzt noch nicht sagen. Deshalb würde ich persönlich immer für das Kind entscheiden, nie für meine Interessen. Aber klar, gemeinsam so für uns zocken, ja, das werden wir mit Sicherheit machen. Kinder, die ab jetzt aufwachsen, werden alle zocken, einfach weil sie technische Möglichkeit haben. Ich meine, wir haben früher auch noch an der frischen Luft gespielt. Ja, das ist korrekt. Wobei ich mit meinen 25 Jahren mich auch schon Generation, die beides erleben durfte. Naja, ich auch. Ich bin 35, 10 Jahre älter. Und ich habe damals, gab es ja bei mir auch dann in der Kindheit, kam das, da gab es Nintendo, da gab es auch schon alles. Super Nintendo gab es da. Kurz mal zwischendurch. Die Fahrspuren bleiben jetzt, ne? Also die. Ja. Die Gassen. Die Fahrspuren, ja. Ja. Ja, die bleiben, das stimmt. Okay. Aber das ist nicht so schlimm, das sind halt dann für die Zwischenfrucht auch Permanentspuren einfach, ne? Mhm. Gameboy hatte ich dann später auch. Aber ich bin halt auch mit einem technikaffinen Vater aufgewachsen, ne? Also meine Mutter jetzt weniger, aber mein Vater hatte damals auch ein Geschäft so für PC-Kram und so ein Rotz. Also bin damit halt aufgewachsen, aber. Ja, wir haben auch viel draußen gespielt. Aber irgendwann, klar, ist es halt soweit. Und ich würde jetzt meinen Sohn davor nicht verschließen, sag ich mal. Ne? Also, warum? Ich hab's ja selber so genossen. Und für mich ist es einfach nur wichtig, dass man das ein Stück weit einfach begleitet. Also, was heißt ein Stück weit, sondern dass man es in den jungen Jahren begleitet. Denn ich habe durch Spielen, das klingt jetzt verrückt so, ne? Aber unglaublich viel gelernt. Ich habe in meiner Kindheit Anno gespielt mit meinem Vater. Da habe ich Wirtschaftskreisläufe gelernt. Mhm. Also, und auch in viel geschichtliche Dinge in Spielen gelernt und so. Also, klar, Spielen ist Unterhaltung, Spielen kann auch Lernen sein. Und zum Beispiel hatte ich mir jetzt mal überlegt, ob ich mir mal wieder einen Controller mit nach Hause nehme und die Xbox 360 anhaue. Und hatte ich da ein Assassin's Creed? Das weiß ich gar nicht. Weil Assassin's Creed gibt es halt diesen Bildungsmodus, den du einschalten kannst und dann gibt es da keine Gefechte und nix, ne? Sondern du kannst die Welt erkunden. Und da kannst du halt, könnte ich meinem Sohn als alt Rom zeigen, das alte Ägypten und so. Also das, ne? Wir gucken Dokus und so und klar gucken wir uns auch das draußen an und gehen ins Museum, aber das sind so Aspekte, das finde ich ganz geil, das würde ich gerne begleiten und natürlich später selber für sich zocken, ne? Ich habe immer Spiele auf Englisch gezockt. Echt, ja? Und dann halt deutschen Untertitel. So habe ich angefangen. Krass. Von Anfang an. Keine Ahnung warum. Ja, ist ja geil. Demzufolge bist du ja mit Sicherheit des Englischen sehr, sehr gut mächtig. Das stimmt. Also ich sag mal, bei mir hapert es einfach beim Sprechen, ne? Weil ich es nie nutze. Aber ich kann es lesen, ich kann es verstehen, ich kann Sachen auch auf Englisch gucken. Ja, also das passt schon. Aber sprechen ist halt immer, ja. Du musst halt komplett umdenken, ne? Das ja. ist halt so. Und ja. Guck mal, wegen Job muss ich ja sowieso. Ja, klar. Ja. Und dann, ne, jetzt, ich sag mal, nah an Dänemark, einige Dänen, also die meisten sprechen eigentlich auch Deutsch, aber na ja.
viele davon halt eher komisches Dänisch oder komisches Deutsch. Aber auf Englisch, ne? Also. Das hatte ich ja auch schon erzählt, ne? dass unsere besten Freunde dann einen Dänischkurs gemacht haben, einfach aus Respekt. Und die denen dann gesagt haben, ja, jetzt hör doch mal auf, jetzt sprich einfach auf Deutsch. Keiner anhören, so nach dem Motto. Aber die Dänen sind halt auch, das ist halt schon ein witziges Volk, Alter. Nein, ja, die Fahrgassen stimmt. Machen wir mit einer Scheibe nicht kaputt. Die Fahrgassen würden wir wirklich nur mit dem Grubber kaputt machen. Ja. Also du bist jetzt mit der Scheibe unterwegs. Und die Ballen hast du schon fertig, oder was? Sagtest du nicht, die sind schon fertig? Also ich sehe. Da liegen Schwade, Bruder. Meine, die Heuballen. Ja. So, du meinst diese fertig, ja. Krass. Ja, ja, nö, das bleiben einfach Permanentgasen. Wir drillen genauso wieder den Grünrocken rein. Und fertig. Ja. Mulch eigentlich irgendwas? Oder scheibt ihr alles? Nö, wir scheiben. Mulch haben wir nicht. Oder, warte mal, wir hatten mal den Sturmvogel. Haben wir den noch? Nö. Nee. Bäh. Links liegt noch ein Ballen. Nee. Das ist stehengebliebenes Stroh. Quatsch. Stehengebliebene Gerste. Na gut, dann machst du einen Meter, ne? Jo. Stimmt, Sturmfokus, Fassadbett, keiner X-Card, stimmt. Hatten wir mal gehabt. War das schon auf der Landerzoom? Keiner X-Card war. Für mich fand ich. Lief nicht gut. Mit Rea und so. Was hatte ich gesagt? War das die 18? Oder wo lag jetzt noch. Oder war das die 49? 49? Was? 103 liegen jetzt die Heuballen. 103? Wo sind die? Hinterm Lohner. Ach, dort. Ach, ich muss pinkeln. Es nützt nichts, ich muss pinkeln. Jetzt sofort. Und ich muss rauchen. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, super. Kannst du nicht mal hier eine Unterhaltung machen? Ah, stimmt. Schäm dich was blöd, weg. Ne? Na, nee, dann klappe ich jetzt einfach. Jetzt, obwohl, was. Ja, bis gleich. Was nützt es, wenn ich jetzt das Mikrofon runterklappe? Ich kann mich ja trotzdem nicht mit euch unterhalten. Ich höre euch ja nicht, Chat. Naja, scheiß drauf. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder, Chat. Den X-Cut gab es mal auf der Landersum. Da müsste ja. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es schon Landersum war. Aber wie gesagt, ich fand X-Cut lief irgendwie nicht so gut. Der zappelte, glaube ich, irgendwie. Ja, nee, deshalb wir scheiben. Das ist okay. Mulchen. Nö. Wir scheiben und hier als nächstes fahren wir dann direkt mit der Pronto 60C drauf. Und hauen, also ich weiß jetzt nicht, ob auf der Fläche, aber auf irgendeiner von den Ex-Gastenflächen kommt dann Grünrocken drauf.
Ja, genau, der Frontanbau war komisch, das stimmt. Das stimmt. So, 103, die ist... Wo bin ich? Wo bin ich denn? Oh, hier oben. Oh nee, Digga, gar kein Bock jetzt. Brauchte keinen Kalk. Shit. Shit. Du hast recht. Wie sieht das mit dem Kalk aus? Oh nö. Nö, vielleicht nach dem Grünrocken. Vielleicht nach dem Grünrocken auf der 71. Nö, das ist noch okay. Ja, zu wenig. Schönen Abend noch, ciao. Entweder Spielfelder nutze ich. Oh, ich hab keinen Bock jetzt bis hier rüber zu fahren, ey. Gut, die 103, die könnte definitiv Kalk gebrauchen. Nee. Da fahre ich mit dem Frontladerschlepper hin. Aber was wir machen könnten... Nee, mach schon nicht. Muss ich der Lohner selber abholen, das Schneidwerk. Moin. Moin. Ich hab keinen Bock jetzt, also 103 mach ich jetzt mit dem Schlepper. Ich hab keinen Bock mit dem Telelader noch dahin zu gondeln. Nur mach. Aber Chat hatte einen guten Hinweis, wir müssen immer mal den pH-Wert noch im Auge behalten. Der Fläche brauchen wir jetzt noch keinen Kalk, würde ich zumindest sagen, aber... Ja. Okay. Schön flach oben rein, grüß dich. Moin. Boah, schon wieder einen halben Tank weg, ne? Ich hätte den Telelader... Hatte ich erst am Dienstag oder vergangenen Donnerstag, das weiß ich nicht. Ich glaube, vergangenen Donnerstag hatte ich den erst getankt, aber... Ja, das ist schon ordentlich. Ja, aber da hat jetzt auch gut Stunden gemacht. Ich habe den TMS jetzt auch an der 95% Grenze mit 17 km/h, 12 Meter Schwebe, 92 Liter. 92 Liter, Digga. Krass. Aber drückt er weg, Alter. Der hat halt Bums, ne? Und die Motorkurve ist so geil, Alter. Du spürst es halt auch. Definitiv. Ja, Fan, 600er wird definitiv kommen. Wann, weiß ich nicht, aber kommen wird er auf jeden Fall, ja. Moin, gab's für den T7 von Shifty ein Update? Mittlerweile schon 3. Bitte, wir haben extra Discord-Channel dafür aufgemacht. Bitte guck da einfach in die Discord-Channel. Ne? Der hat einen eigenen Forumsbereich für sich. Einfach da reinschauen, bitte. Und wer sich Discord nicht runterladen will oder so, kannst du auch auf dem Browser öffnen. Aber Discord ist halt für uns wie Webseite, ne? Da kannst du alles bündeln. Das ist, schon praktisch. Ist einfach der Knotenpunkt schlechthin, ja. Also ich nutze es wirklich als Knotenpunkt. Ja. Und das ist auch eine so gute App. Ja, das stimmt. Man muss aber sagen, dass bei mir die Channel nicht richtig angezeigt werden. Man muss auch mal rumtricksen über die Suche, um auf die erste mal zugreifen zu können. Okay. Sonst noch jemand das Problem? Müsste eigentlich die Elber spielen. Also Let's Play werde ich darauf nicht machen. So wie ich das im 19er hatte, als Folgen-Let's Play. Aber ich überlege aktuell, ob ich vielleicht... Wo sitze ich denn so weit? Hinten, so. Ob ich vielleicht, bis sie rauskommt, wenn ich Solo-Stream mache, einfach so ein Angespielt drauf mache. Um die einfach mal noch so ein bisschen zu zeigen. Weil die... Ja, ich habe... Galgenberg fehlt mir gerade irgendwie so ein bisschen die Muße. Mhm. Aber stempel ich jetzt auch noch nicht ab. Keine Sorge, Italien werden wir noch weitermachen auf jeden Fall.
Aber ja, die Woche war halt. Ich habe nicht viel gemacht hier. Dankeschön, Rigi. Ja, ich glaube auch so kleine Videos, ne, zu einer Map. Klar, du kannst es wie Mario machen, machst dort stundenlang irgendwas. Oder so ein Zwischending. Oder wie Yogi, du machst mehrere Folgen, stellst was vor. Ich sehe mich da aktuell eigentlich nur so ein kleines Video. So ein kleines Video mit ein paar Überfahrten, um einfach so einen Eindruck zu verschaffen. Ich sehe mich nicht, oder machst wie Randy dann so ein Quick and Dirty. Aber ich sehe mich einfach so, einfach. Ich glaube, ich habe Bock bei Map-Videos. Geht es mir einfach nur darum, einen Eindruck zu vermitteln. Ja. Das finde ich ganz cool so. Also, Fidelity FX macht bei mir hier unten auf jeden Fall an der Scheibe richtig komische Faxen. Das sieht sehr eigenartig aus. Und zwar, wir möchten noch ein bisschen selber erforschen, genau. Was ich definitiv noch machen werde, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ich festgestellt habe, dass auf TikTok halt ein übelster Traffic ist. Mich hatten einfach Leute darauf hingewiesen, dass andere mein Content halt genommen haben und auf TikTok hochgeladen haben. Und die hatten halt auch übelste Klicks. Und ich gesagt, okay, krass, mach ich vielleicht einfach mal selber was. Und das war auch, ja. Wie ist das eigentlich rechtlich? Rechtlich ist es mein künstlerisches und geistiges Eigentum. Man muss ganz ehrlich sagen, ja, man könnte sicherlich, also würde ich nie tun. Also man könnte sicherlich anwaltlich gegen vorgehen, aber ich denke mit einer Erfolgschance von 2,5%. Also ist sinnlos quasi. Und ist auch Blödsinn, sich wegen sowas zu streiten. Man könnte jetzt einen Claim auf TikTok machen oder so. Aber auch da ist es mir den Aufwand nicht wert. Ich schreibe den Leuten, sag hier, nimm's runter, ist einfach uncool. Wenn sie es nicht machen, kann ich dann letzten Endes auch nichts weiter machen. Und ich denke mir dann immer, scheiß drauf, mach's einfach selber und Content auch. Was soll's. Ich finde es halt manchmal nur ein kacken Preis. Gerade beim Ellerbach war das, glaube ich, am selben Tag noch. Einfach Copy-Paste hoch und dann drunter geschrieben, ja, weil Leute fragten, oh, wie machst du das mit der Kameraeinstellung? Und der Typ dann schrieb, ja, ich kann das halt einfach bla blub. Ich denke mal, Alter, willst du mich verarschen oder was? Das ist einfach krank dreist so, ja. Oh, das ist hart. Also ich sag mal, wenn sie dich wenigstens verlinken würden. Ja, oder einfach fragen so, das kostet nichts so, ne? Ich will selber ein Video machen, könnte ich ein, zwei Szenen von dir verwenden? Ja, komm, mach. Ja. So, aber Copy-Paste ist halt schon mal scheiße und wenn es dir darum geht, eine Community aufzubauen, dann machst du das doch nicht mit fremdem Content. Nee. Weil irgendwann fange ich an, bei TikTok oder so Agrarplayers Wasserzeichen reinzubömpeln und dann? Was machst du dann so? Und dann guck dich Kinder, ach, das ist doch blöd. Also macht so einen Scheiß nicht, bringt nichts. Serious, kauf dir was Schönes. Alter, von einem Cent? Danke dir, Mann. Habt ihr was zur Silber-Susum-Thematik gehört? Die Map jetzt oder welche Thematik? Ja, na klar, gibt mir TikTok auch wieder Reichweite. Natürlich, also warum mache ich's? Also na klar, natürlich. Und ich habe TikTok einfach unterschätzt. TikTok ist einfach eine krass aktuelle Plattform, das muss man einfach sagen. So. Da geht schon viel ab, auch viel crazy Sachen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr ernstzunehmende Fragen habt, fragt mich einfach nicht auf TikTok, Alter. Ich habe dort so viele Nachrichten drin und auch so viel crazy Zeug. So, boah. Nee, zum Thema Hoffest stecke ich nicht drin. Steckst du drin, ne? Kannst du was zu sagen? Ja, aber mach ich nicht. Gut. Schön die Silbers-Videos gucken, Leute. Ich bin auch da. Geld damit zu machen, Renzo, du verdienst dort nur Geld, wenn du in so ein Beta-Programm reinkommst. Und da sind die Hürden schon ein bisschen höher. Ich meine, klar, mit ein paar guten TikToks hast du die Hürden vielleicht schnell geschafft. Aber, und erst dann fängst du auch an, wirklich kein verkehrtes Geld auf TikTok zu machen. Oh ja. Ein Reichweitenboomer ist es auf jeden Fall. So wie PlayZombies gerade schreibt, TikTok ist aktuell ein Reichweitenboomer. Und ein bisschen Cash Machine, nicht nur ein bisschen. Wenn du in das Beta-Programm reinkommst, dann schmeckt das auch. Also TikTok ist nicht. Ich bin der Meinung, wenn du als Content Creator TikTok jetzt weglässt, schwierig. Du läufst am Leben vorbei. Das vielleicht nicht, aber es ist schwierig. Guck mal, ich habe jetzt in Ellerbach TikTok gemacht, ne? So, das hat, ich muss einfach mal reingucken. Ich habe ja davon
auch nicht viel Ahnung, aber ich habe ein Video gemacht. Wie war 6. Februar? Zwei Tage. Hab 820 Follower in 2 Tagen gemacht, haben 85.000 Leute gesehen. Das schaffst du auf YouTube in 10 Jahren nicht, Alter. Also übertrieben jetzt, aber was dort für Traffic ist, das ist irre. So viel Traffic hast du auf keiner anderen Plattform aktuell. Das ist heftig, total Alter. Krank. Also das ist wirklich... Ich überlege gerade, ob ich den Dreier greife. Auf einer, ja. Ich überlege, ob ich es mit Kontergewicht schaffen würde, aber... Schaffst du. Aber nur mit dem 6R. Und der 6R steht in Buxtehude, Alter. Soll Monte den schnell rüberfahren. Ja, oder ich nehme 75-30. Das könnte klappen. Demnächst dann bei Agrar-Legos, Onlyfans, erotische Traktordarstellung. Ja, definitiv nicht, Bruder. Die interessanten Silvers-Folgen zum Thema Hofes hat er ja wieder gelöscht. Schreibt Ben. Hat er wieder gelöscht? Was mache ich denn jetzt, ey? Schaff ich das mit der Dreiergabel? Es ist auf jeden Fall keine spontane Idee von ihm, das weiß ich. Und ich weiß, dass er nur, also begrenzte Anzahl an Leute pro Tag. Aber ich habe noch nicht mit ihm darüber gesprochen. Aber ich denke mal, einen Tag werde ich mir das auch gönnen da. Ich fahre mit dem 6R hin. Quatsch, habe ich ja nicht mit dem 75-30. Leben, Labend. Ja, wie gesagt, ich werde TikTok jetzt ein bisschen mehr Beachtung schenken. Was nicht heißt, dass ich den anderen Plattformen weniger Beachtung schenke. Das Ding ist einfach nur, wenn du es alleine machst. Da habe ich in meinem Fall Twitch, YouTube-Kanal 1, YouTube-Kanal 2, Instagram, TikTok. 5 Plattformen. Plus Discord. Da qualmt der Kopf, da brennt die Ranch. Ja. Wie mach ich denn das jetzt, verdammt nochmal? Erstmal machen wir dort vorne den 700er ab. Ich weiß auch nicht, ob wir den jetzt noch weiter als Vorführer laufen lassen. Wir hatten ihn jetzt als Vorführer drin. Ich würde dann, die Gerste-Ernte bei uns ist durch. Ich glaube, ich würde die dann auch wieder zurückgeben. Also unsere hier. Wobei ich hätte bei ihm gerne noch mal die Zapfenliste, aber das ist egal jetzt. Auch bei euch mal. Der ist quasi durch. Der ist jetzt als Abfahrer gelaufen und hat in der Zeit 5,1 Stunden gemacht. Ende Februar hat Moser gerade Discord gesagt, okay. Ja, wenn die das so schreiben, dann wird das auch so sein. Ich brauche die Adapterplatte. Ich wollte noch, jetzt fällt es mir wieder ein, ich wollte noch eine zweite CSZ-Adapterplatte kaufen. Habe ich vergessen. Was ist denn los? Nee, da muss ich wieder bis zum Händler runter, Alter, da habe ich auch keine Lust. Adapterplatte ab. Den hier beiseite. Wie ist dein Motto? Hat Gas zweimal rum und er gibt Kanone, ne? Ja, aber dafür gibt es ja dann den 600er und ich dächte, nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber ich dächte, Schnippel hatte gemeint, dass die Frontladerkonsole für den 700er nachkommt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Die CSZ-Platte kann Björn doch holen. Der Björn ist ja gerade am Scheiben, der hat andere Sachen zu tun. Hey, mach ich gar nichts.
Wer hat das geschrieben? Kannst du die zweite Platte nicht mit dem Auto holen? Ja, schon, aber ich will jetzt halt, wir haben 22.18 Uhr, ich will das Heu noch runterkriegen. Oh, denn aber schnell. Ja. Der neue 700 wird, glaube ich, in Nächten nie mit Lader bestellt. Ich habe keine Ahnung. Doch. Bei Fendt steht doch so ein Ding auch in München oder wo immer die sind. Ja, aber ob viele Leute den 700er jetzt mit Frontlader bestellen oder ob das eher, ob sie dann doch eher zum 600er greifen. Oh, da weiß ich nicht. Na, weiß ich auch nicht. Ist ja schon scheiße teuer, das Ding. Naja, aber das wäre ja eben so ein Grund, eben weil er so scheiße teuer ist, würde ich halt vielleicht zusehen, den so Allrounder-mäßig wie möglich zu machen. Ja, kann sein. Weil, keine Ahnung. Aber der ist halt auch schon, ja, der ist schon krass groß, so, ne? Wobei, ja, man sagen muss, 500er und 600er standen ja auch auf der Messe. Und das sind halt auch krass große Karren, ja. Hättest du eigentlich eine LUWZ-Wunschmap für den 25er? Wiesengrund. Sowas wie die Wiesengrund, ja. Also ja, ich bleibe gerne in dieser Topografie hier. Überwiegend flach, aber schon, wo du Felder hast, wo es dann doch auch mal eine Senke reingehen kann und wieder hoch. Auch ja, ähnlich wie MVP 19 zum Beispiel war. Gern vierfach auf jeden Fall. Oder was auch immer dann kommt, gern mit Strecke. Aber bitte ein Dorf. Es muss einfach teamspieltechnisch ein Dorf wieder irgendwo sein. Das wäre so ein Wunschding. Ja, und ich finde zu wenig Verkehr irgendwie. Also klar, der Verkehr auf den Hauptstraßen, ja, aber ich meine so der Rest. Nebenstraßen? Ja. So wie auf der, allein schon auf der Erlengrad fahren die ja schon quasi auch auf den Nebenstraßen rum. Genau. Das stimmt, ja. Also für mich persönlich ist die schönste Map bis auf die Höfe die Ostseeküste. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Für ein SP. Naja, finde ich. Ist ja lange so beste Wahl, meine Meinung. Ich, auf diesen Grund, denke ich. Da können wir ja nichts zu sagen halt, also wissen wir ja noch nicht, ne? Die wird ein guter Nachfolger oder ja, potenzieller Nachfolger. Ja, also die, das wird schon ein Brett auf jeden Fall. So, also, zu urteilen an den Dingen, die man bis jetzt so gesehen hat. Die ja, Ostseeküste, doch, ich glaube auch, die kann man gut Multiplayer machen, aber. Also wir hatten es ja gesehen, wo ich den Test hatte da bei Chris, ne, mit den alten Kisten, aber ich mag diese Weite, dass du halt immer weit fahren musst und drauf achten musst, okay, nimmst du dann doch mal einen 728er, weil er Geschwindigkeit macht, so, und weiß nicht, ich mag das einfach sehr, und das hast du bei der Ostseeküste so mit Maschinen, die so ein bisschen schneller unterwegs sind, jetzt vielleicht nicht so. Ne? Nee, das stimmt, aber gut, aber, ist ja auch kein Schiff. Nee, ist kein, genau, deshalb wäre das jetzt nicht so die Karte schlechthin für uns und genau. Und auch sowas wie Geiselsberg nicht. Also ich habe gar nichts gegen Geiselsberg, so, ne, Jobi, weißt du, aber Galgenberg. Aber das ist nicht das Flair, was ich so für einen Multiplayer fühle. Also für uns jetzt. Ich sehe uns immer auf solchen Karten, die irgendwo nördlich gelagert sind, vielleicht. Ja. Das, auch wenn Tino kotzt, Tino würde sich gern mehr wünschen, so. Wobei auch so Sachen, Thüringen und so. Gab's ja im 19er, haben wir das ja auch gespielt, Thüringer Land. Mhm. Das war auch krass so, das war aber auch heftig fordernd. Ja, da kommst du mit 300 PS nicht mehr so weit. Also, Yogi, du bist doch so ein Mapper. Wenn du die Sebasuso-Map wieder ins Leben rufen würdest, ne? Dann kenne ich da jemanden, der sich da unfassbar drüber freuen würde. Das Ding ist aber, wer hat denn die zuerst im 17er gebaut? Wissen wir das? Also das wissen wir bestimmt, aber. Ich habe mit Stefan da letztes Mal geschnackt. Ich war ja letztes da. Und er hat den Kontakt auf jeden Fall noch zu dem oder zu dem Team, die damals bei ihm waren und alles ausgemessen haben. Da war ja ein Team vor Ort, die haben sich alles ausgemessen, ja, Fotos gemacht und so weiter. Der Hof im 17er war auch übel geil, Alter. Das war richtig krass.
zu denen hat er wohl noch Kontakt, aber die haben das ja abgegeben. Ja, an Farming Agency, oder? Genau, oder an jemand. Okay, na, da kannst du das vergessen. Kann gut sein. Ja, genau. Das kannst du vergessen, da kommt, da kriegst du, also, vermute ich jetzt mal. Aber ich sag mal, wenn die Leute, die das damals gebaut haben, haben die denn eine Freigabe gegeben an die Farming Agency? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Weil wenn es eine Freigabe gibt, brauchst du was, ja. Brauch einfach nur fragen und so. Naja, das ist ja nicht die Freigabe von Sibbers, sondern gebaut haben das ja andere Leute. Sibbers hat ja, er ja gar nicht... Genau. Mit denen steht ja noch in Kontakt, die damals gebaut haben. So. Ob wenn das jetzt nicht so ein Teamauflauf war oder was auch immer, sondern einfach nur, um die, dass die Farming Agency einfach die Freigabe bekommen hat, die weiterbauen zu können. Naja, man kann dann auch immer noch beim Urheber trotzdem nochmal, also der Urheber ist und bleibt ja der Urheber. Könnte man von der Sache her auch anklopfen. Genau, genau. Aber das Ding ist halt, die war im 17er ein Brett. Da musst du schon gut zaubern, um die im 22er auch zu einem Brett zu machen. Also Sibbers hat die Version auch im 19er. Ja, die ja. Hat sie damals noch konvertiert. Ja, aber das war auch nur so ein... Ja, ja, schnell, quick, dirty, so. Wischiwaschi, ja. Also ja, jetzt so nicht schlimm, aber... Jogi, ich muss so leise reden, sonst wird die Kleine wach. Ja. So, aber wenn alles klappt... Wie ist dein Motto? Hat Gas zweimal rum und dann gibt Kanonen, ne? Umzug. Und dann schrei ich auch. Oh, nee. Geil, freu ich mich schon drauf. Ich will jetzt nicht mal ausrasten. Super. Ja, also wie gesagt, Stefan wird sich riesig freuen. Und wahrscheinlich viele andere auch noch. Ja, das wird auszugehen. Abend, TVM. LS Agrarservice / Fendt 79 Silver Suso Map. Okay. Das Ballenlager haben wir uns umgebaut, das gibt's öffentlich leider nicht. Gibt's zwei 70-30er? Also ich habe doch zu jedem Landerzoom-Mod auch, also zu jedem Mod, den wir auf der Landerzoom nehmen, auch Landerzoom mit hingeschrieben, glaube ich. Wenn ich jetzt in der Modliste gucke und ich sehe, dass da Landerzoom hintersteht, dann hau ich dir da einer ab! Moment. Muss ich gucken, er weiß jetzt tatsächlich gerade nicht. Also findest du den definitiv bei mir auf dem Discord, Jonas. Also jetzt nicht exakt den, sondern die V1 davon. So, und bei John Deere... Mmh. 70-30 Serie. 70-30 Serie. Das ist wahrscheinlich eine Doppelung. Oh oh. Ist wahrscheinlich eine Doppelung. Die unterste Zeile. Das ist Copy-Paste noch. Das ist Copy-Paste noch. Wenn, dann die obere wahrscheinlich. Aber guck am besten auf dem Discord nach bei mir. Simple IC oder was? Und was ist nee. IC? Nee, also, ist generell. Dann, ja, Jogi, bin ich auch gespannt, aber so deinen Videos nachzuurteilen, also ich habe das mit den Maps alles gerade nicht so im Blick. Deinen Videos nachzuurteilen ist da ja schon gut Bewegung auch, ne? Map-technisch. Ist Aufbruchstimmung, meinst du? Habe ich den Eindruck Richtung 25er? Naja, vermuten halt viele, ne? Und wenn diese ganzen Spinner-Influencer, diese dämlichen LS-Influencer immer auch alles so verschmitzt rumgrinsen und meinen, hä, das kann schon sein, dass dieses Jahr ein neuer kommt.
verunsichert das natürlich auch. Also wir wissen es tatsächlich alle nicht. Aber die Vermutung lässt es halt einfach zu. So, wie mache ich denn das jetzt? Wie kann ich denn jetzt mich in die Kreuzung, was haben wir bei der Fahrschule gelernt, reintasten? Hupen und fahren. Oh, hat geklappt. Siehste. Geht immer. Der Sound ist ein richtiger Griff ins Klo beim 700 oder Gen 7. Wieso das? Landwirt, ich hab den auch schon unterm Hintern gehabt und ich finde den Sound jetzt nicht irgendwie so wie ewig weit weg. Oder spinne ich gerade? Warte mal, lass mich mal eben gucken. Kann auch sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe. Aber ich habe da auch mal ein Video dazu gemacht. Lass mich mal gucken. Nee, Quatsch, 728. Agrarplay. So, lass mal checken. Moment, Werbung. 25er würde heißen Herbst 24 Release. Ja. Also wenn dieses Jahr, dann im November. Also immer November. Sekunde, Werbung. Die Dinger klingen halt so mittlerweile, das kannst du nicht im Zeit nehmen. Nein, natürlich, die alten Karren, die Röhren, das ist klar, aber lass mich das mal eben überprüfen. Let's Drive Video hier bei mir auf meinem Kanal. Grundlegend ein paar Dinge, ich mache die Anmoderation jetzt hier im Büro, denn es hat an dem Tag einfach geschüttet, wie aus Eimern, sodass eine Anmoderation... Muss ich noch lösen, ne? Okay, los geht's. Ich würde sagen, wir drehen mal die Runde, die anderen auch gedreht haben. Ja. Und vielleicht auf der zweiten Runde kannst du ja mal den Tempomat reinzimmern. Aber ja, dann geht das Ding auch ab, ne? Also, das ist wirklich... Du merkst jetzt schon, also ich... Voll ganz schick. Schön im Stand gelenkt. Ja, und? Soll denn da passieren? Wenn man hier einmal im Stand lenkt bei einem niegelnagelneuen neuen Stepper, denkst du, da fällt alles auseinander? Fuß auf der Bremse. Und lass die vielleicht mal kurz noch weg. Und dann ziehst du einmal nach rechts, ne? Ja. Gut, das ist jetzt ja auch ein bisschen... Ich sehe jetzt hier nicht die Schlaglöcher. Nicht nach rechts zippen. 7,5 ist eingestellt. Ah, okay. Das ist die 2, ist 5. Die Reifen, guck dir mal den Untergrund an, das hat geregnet. Was? Die 1 ist da, ja. Ich glaube, du kannst nach vorne auch tippen. Ich glaube, dann stellt er nach oben, oder? Wenn du Tempo. Hast du Tempomat da drin? Nee, jetzt aktuell nicht, warte mal. Okay. Oh. So, das meinte ich. Oh, weiß nicht, ich finde, dass der Sound jetzt nicht so weit weg ist. Also, gerade im Idle klingt das eigentlich 1:1 so. Naja, und was du da halt führst, ist Getriebe. Also ich weiß nicht, wo das jetzt meilenweit weg ist, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klar, Sound können die halt nicht mehr. Das ist halt Staubsauger. Machen wir fix ein paar Meter für den Vergleich. Okay, Sekunde. Guter Punkt. Nee, BXN, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Du hast im LS viel mehr Motorsauger und als Staubsauger. Das ist doch im Reellen genauso. Was du dort hörst, das hat auch das Getriebe. Der Motor macht im Reellen genau... Macht er. Beim 6R, beim 728. Du hast vielleicht noch ein bisschen mehr Bässe vielleicht drin. Aber ansonsten...
Du hörst viel zu viel Motor. Ja, aber doch, ja, okay. Aber der Motor hört sich doch nicht komplett anders an als wie im Reellen. Du hast gesagt, der hört sich komplett anders an im Reellen. Das sehe ich jetzt nicht so. Was du halt hier nicht so doll hörst, ist das Getriebe. Das könnte man vielleicht bemängeln, aber der Motorsound ist doch genauso, wie er ist. Also meiner Meinung nach. Aber ja, ist ja nicht schlimm so. Das ist halt dein Geschmack. Und wenn du sagst, okay, das passt nicht für dich, dann ist das doch auch völlig okay. Alles gut, Landwirt, alles gut. Ja, dir fehlt das Brummen, dir fehlt die unterschiedliche Last. Das musst halt auch immer gucken. Du kannst im LS nur bedingt Dinge wirklich so darstellen, wie sie im Reellen auch immer sind. Das ist ganz, ganz schwer. Und gerade bei Sound ist das eine übelste Kunst, finde ich persönlich. Mal, der Sound hier ist zum Beispiel komplett zusammengefriemelt. Klar gibt es da draußen bestimmt irgendeinen 7530, der genauso klingt. Aber das ist halt, hier ist kein Realsound drin. Soweit ich weiß. Das ist eine originale Aufnahme. Ist doch eine originale? Okay, aber dann die vorher. Aber halt, ne, aus, also von einem mit Ohr. Ja. Ah, ich blicke bei euch bei den ganzen Sounds auch nicht mehr durch. Ach komm, wir stellen was an. Na scheiße, jetzt habe ich vergessen, wo die Fläche war. Ach Herrgott, nur eins. Oh, nee. Oh ja, vorbeigefahren. Oh Mann. Oh nee, ne? Kann er hier nirgends wenden. Vielleicht hier. Nee. Goldene Ähre. Moin, krasser Name. Goldene Ähre. Ist das, ja, nö, ich wollte, aber mich hat es jetzt selber nochmal interessiert, weil manchmal behaupte ich, hey, klingt doch genauso, dann höre ich mir das im Reel mal an und sage, okay, nee, klingt doch komplett anders. Deshalb hatte mich das jetzt mal eben doch auch einfach interessiert. Alles gut. Ist kostenlos. Das war ein bisschen hart. Oh mein Gott. Dankeschön für dein Prime. Vielen lieben Dank. So, wo waren das jetzt? Hier, und mir fehlt halt hier auch einfach die Minimap. Ich habe die Minimap hier noch nicht drin. 700er? Im 75er, im 7030, ja. Achso. Twitch Prime ist kostenlos. Quatsch, sechsten Gang haben wir nicht. Wohnst du weit weg von Sachsen-Anhalt? Nö, ich wohne in Sachsen, in Leipzig. Dann könntest du bestimmt mal im Sommer eine Runde Quadrack drehen. Boah, gern. Firefighter Domi, danke für deinen vierten Monat. Ich habe ja die meisten Kisten immer nur auf der Straße bewegt, so. Das ist halt nicht das Gleiche. Aber 9RX auf der Straße, das hat mich schon, also, das war schon sehr aufregend für mich. Ist so ein riesen Ding, Alter. So ein riesen Viech. Wenn du sonst nur PKW fährst, ist das halt völlig absurd. Dann auch noch als Knicklenker und auf Band. Also das ist völlig, das ist... Und neu war da auch noch. Der ist, glaube ich, am selben Tag noch in eine Überführung gegangen. Gleich 10.000 teurer. Ja, günstiger, wegen Schaden. Aber die Kupplung von dem Ding im E18-Getriebe, Alter. Oh, nee. Das kannst du keinem anbieten. Also, das ist ja wirklich furchtbar. Generell, das Getriebe ist ja richtig much. Also, ist vielleicht auf dem Acker natürlich sicherlich ziemlich gut so, ne? Aber, oh, nee. Ich hatte ja das E23 als Vergleich von den beiden 8R da. Das war schon wesentlich angenehmer. Digga, hast du hier nicht mit dem Bale-Collector gelegt, doch? Doch.
Ich hab jetzt schon Angst, dass ich hierfür umsonst hingegondelt bin. Das geht halt beinahe im Schlepper noch geiler, ne? Weil du noch eine bessere Übersicht hast. Von oben ja. Rauf, so. Oh, Alter, ich kein Gewicht hinten, ne? Da muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, hier ist ein bisschen mehr Bewegung im Fahrzeug, ja? Hier ist natürlich auch beim Beinladen Power-Quad-Getriebe jetzt nicht das Beste. Ey, Alter, das ist das Verladen ist ohne Scheiß mit dem Trecker besser als mit dem Telelader. Ne? Du kannst von oben schön. Echt? Ja, du kannst halt von oben schön runtergucken, ne? Weil du ja auch nicht nach oben stapelst, sondern halt in die Breite. Ja. Weg mit dem Schrott. Nee. Und Marmeladenbrötchen noch das Update, wo dann hier IC und allen Kram drin ist. Gut, das stimmt. Ne, Telelader, der ist schon wirklich, der macht sich schon bezahlt bei uns. Doch, ich finde das in der Übersicht bedeutend besser. Aber manche Ballen hast du ja hingelegt, Alter, da möchte ich also... Mal ganz ehrlich, Junge. Kannst du selber holen. Beschwer dich mal nicht, ne? Rechnung darüber schreibe ich nicht. Gut, dann... Siehste. Dann passt das wohl, ja? Nehme ich an. Bist du wieder still, ne? Doch, Frontlader ist geil. Als Frontlader ist zwar gewichtstechnisch so ein Ding, aber das ist geil. Wieso wackelt die Zange so? Ich kann es dir nicht sagen, warum die bei mir so wackelt. Aber gut, du hast jetzt gar kein Gewicht dran. Null. Kein Radgewicht, kein Gewicht hinten. Und es geht? Ja, vorsichtig sein, ne? Aber gut, vielleicht noch Radgewichte dazu. Mit Radgewichten wird es vielleicht schon reichen, ja. Ich glaube, die Vanilla... Dinger wiegen auch 3 Tonnen oder so. Völlig unrealistisch. Aber. Man geht auch hier wunderbar auf der obersten Ebene. Kein Problem. Sehr gut. Es gefällt mir. Super. Ach, wegen dem Adapter wackelt die so, das kann sein, ja. Das stimmt. Die ist ja am CSZ-Adapter dran. Aber gut, so brauchen wir halt auch immer nur ein Werkzeug, sag ich mal, ne? Telelader-Werkzeug konfiguriert. Adapter und gut ist. Brauchst nicht alles doppelt und dreifach. Das stimmt. Ob das jetzt reell bei Sonards? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber... Nee. Bockt. Ja, hat man es immer andersrum? Adapterplatte an Telelader? Okay. beim CVT schreibt er uns in der Log-Test ganz viel rein. Da musst du den Debug-Mode ausmachen. Also normalerweise in der Mod-Hub-Version sollte das nicht der Fall sein. Ist das Mod-Hub oder GitHub-Version? Musst du mal gucken. Aber ich denke, also das ist so dieser Debug-Mode.
So klingt's zumindest. Da gibt es dann irgendeinen Command für. Es müsste aber auf GitHub, glaube ich, auch stehen. Dass du den Debug-Mode ausstellen kannst. Oder geh einfach auf Sebastian sein DC, ja. Das ist auch eine Option. Na du, heute werde ich hier nicht mehr runterkriegen, aber ja, nächste Woche. Wach. Die müssen noch runter und danach könnte man noch in den Abend rein. Dann die Nacht so ein bisschen rein, solange es nicht zu dunkel ist. Und dann Zapfenstreich nächster Tag. Das wäre so mein Vorschlag. Ernte ist ja erstmal nicht, deshalb kann man auch über 10 Uhr theoretisch gehen. Aber das ist mir dann einfach zu arschdunkel. Tamu, ich nutze den Nvidia-Spielfilter. Ausrufezeichen Grafik hast du meine Einstellung. Oh. Ich arbeite nie wieder ohne diese Zangen. Ah, die sind schon geil. Ja. Die sind richtig geil. Nee, also ganz ehrlich, im Schlepper läuft das besser. Okay. Ist halt nur auf dem Transportweg ein bisschen arschig, ne? Das ist ein Riesending. Oh, ja gut, du könntest ja die zum Feld quasi fahren auf dem leeren Anhänger. Ja, das stimmt. Und dann später, wenn du die letzten Ballen holst, halt drauf hoffen. Ja. Dass er nicht voll ist. Genau. Genau das. Hast du gemerkt, ne? Ja, ja, ja. Bitte. Die ist Strohbergungs-Add-on. Das ist die Zange aus Strohbergungs-Add-on. Trotzdem würde ich die immer ein bisschen tiefer fahren, weil ganz ehrlich, was wichten die? Lass mal nachgucken. Das ist Teleskoplader? Nee. Wo sind wir denn da? Das war Ballentransport. Die wiegt 800 Kilo. Muss ich die jetzt so weit oben mit 800 Kilo hängen haben? Moin, nicht. Meister, seid weiß wieder nicht. Alle produktiv. Ich meine, mir hat mal neulich einer im Stream gesagt, auch Radladergewichte und sowas ging's da, ne? Hm. Runter, Radlader. Meine ich, hatte der gesagt, ne? Und ich würde sie halt ähnlich handhaben wollen. Zumindest irgendwie so der Hälfte oder so. So, Abfahrt. Aha. Bockt hinten wieder. Klassiker. Das gegen die STVO. Okay, naja. Ich hab's ja oben, aber viel weiter höher. Wird es jetzt. STV ist jetzt auch kein Kopf mehr unterwegs. Genau, die pennen alle schon. Um 19:30. Halb acht ist hier? Jo, jo, 19:30. 54 fertig. Oh, geil. Ja, da steht schon fast. Da steht aber noch ein Dings rum, ne? Schnittwerkswagen? Ja. Den habe ich hier am Feldrand gestellt. Auf grünen Streifen. Muss ich übers Wochenende mal die Geräte raus. Ja. Da sehe ich doch aber gar nichts, wenn ich den Greifer. Naja, gut, so geht's. Gut, danke.
Sicherheit geht vor, so ist es. Dann machen wir noch rundum hier an. Hau rein, Schalux, ja auch ein schönes Wochenende. Tschüss, Freunde. Der hat echt, ey, der hat für seine, in Anführungszeichen, nur 205 PS wirklich Dampf unter der Haube. Beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue. Was genau? Hä? Was denn? Der 7530. Ach so. Ja, kein Fendt. Diesmal. Ich würde drauf wetten, dass er mehr hat. Keine Ahnung, kann ja Debug Tuning nicht anmachen. Hab ihn mit dem Let's Test noch nicht gehabt, weil er noch nicht fertig ist. Ich glaube aber wohl nicht. Also es fühlt sich nach mehr an, auf jeden Fall, ja. Fühlt sich so wie 240, 50 PS easy an. Na, ich glaube, Adrian hatte da auch schon eine ziemlich ordentliche Kurve gemacht. Was wiegt denn die Bude? 8,1. Ja, ist halt nicht ganz so schwer, ne? Sehr schön, das Thema nochmal, goldene Ehre. Erstmal Landwirt 790, Dankeschön für dein Prime. Goldene Ehre. Ich mache niemals irgendwelche Verlosung oder Gewinnspiele als Antwort in der Kommentarspalte. Guck bitte ganz genau, wie der Name heißt, der dir dort geschrieben hat, selbst wenn der mein Logo trägt. Du siehst, wie mein Name ist, wenn du oben auf den Kanalnamen schaust. Es sind viele Bots unterwegs. Und fall da drauf, Herrgott, nicht rein. Das bin nicht ich. Ich mache Gewinnspiele, wenn dann über Cheat, über eine andere Website oder hier im Stream halt live, wo ihr genau wisst, dass ich das bin. Niemals in der Kommentarsektion. Niemals. Es gibt halt viele Leute oder einige Leute, die mir schaden wollen. Es gibt viele Bots, die im Internet unterwegs sind. Damit hat jeder YouTuber zu tun. Guckt bitte genau hin und fallt nicht auf irgendwelche Fake-Gewinnspiele rein. Das war eine E-Mail von YouTube nach dem Kommentar. Hä? Also YouTube verschickt, glaube ich, keine E-Mails. Also wenn ich jetzt auf einen Kommentar von dir antworte, dann kann es sein, dass du eine eine E-Mail-Benachrichtigung bekommst, wenn du das aktiv hast, dass ja jemand geantwortet hat. Ja, schick mir das von mir aus auf Discord, aber bitte keine Links klicken oder irgend so ein Kram. Und merkt euch, ich mache niemals, 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 niemals unter einem Video irgendeine Verlosung oder irgend so ein Kram. Auch niemals in der Kommentarspalte. Never ever. 8t wirklich immer ganz genau drauf, wie der Name ist. Meist ist das hier Agrar-Play oder irgend so ein Kram. 8t genau auf die Schreibweise, dann wisst ihr, ob ich's bin oder nicht. Mein Logo, das haben schon etliche kopiert. Das ist halt kein Thema so, ne? Doch, ne? Aber müsst ganz genau drauf aufpassen. Schau, geh bennen. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir entladen das jetzt mal noch schnell und dann, ne, ist aber auch. Dann reicht's. Mit dem Telelader dürfte ich die andere Gabel ja jetzt relativ easy benutzen können. Also auch mit dem Auf- und Zuklappen. Ich glaube, dass hier das Auf- und Zuklappen. Obwohl, das ging ja jetzt beim 7530 auch gerade. Das ist sehr merkwürdig. Digga.
Ich muss auch nochmal in die Grafikeinstellung. Warum? Weil ich meine Rundumleuchten anhab. Ah, die, nach dem Update stellen sich die realistischen RULs immer um. Nee, sind dann... die Reflexion habe ich. Achso, die hast du. Aber dass ich das Leuchten sehe, weil ich jetzt in der Außenperspektive bin, habe ich nicht. Ich muss ganz nah rangehen. Echt? Was ist das denn, Digga? Der greift nicht mehr hier. Den müssen wir zurücksetzen, den Der greift nicht mehr. Ach Mann. Wie? Greift nicht. Zinken eingefahren. ZY, nix geht. Blöd. Gut, dann machen wir das so hier. Ausgewählt, ja. Schläuche habe ich dran, meine ich. Alles verkabelt. Ging auch am Anfang mal, ich habe es ja benutzt, dann ging es irgendwann nicht mehr. Das kann sein, Zwiebel. Ach. So, hier auch, ne? Nochmal das Ding hier, Fidelity FX hier an. Von AMD, Skript funktioniert und wunderbare Auflösung. Also ist auch nicht irgendwie schlechter geworden, die Workcam. Ist einfach tadellos wie vorher. Und jetzt geht's halt auch mit dem neuesten Patch. Sehr nice. Tippitoppi. 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 Betrug wird auch immer schlimmer. Hab jetzt eine SMS bekommen, dass morgen mein Konto ablaufen würde bei der Bank. Haha, krass. Das ist ja nicht schlecht. Ja, da ist zurzeit viel los, das stimmt. Also ich krieg sowas relativ selten, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob das mit Geschäftskunden-Dings zu tun hat, beim Anbieter bei uns. Aber ich krieg sowas kaum. Aber fragt mal einen Content Creator nach seinem E-Mail-Postfach, Alter. Ich glaub, mein Chunk-E-Mail-Postfach ist größer als... keine Ahnung. Das ist schon krass. Warte, pass auf. Pass auf. Okay, pass auf. Ja, ich pass auf. Ich hab hier meinen E-Mail-Ordner. Da hab ich einmal, also Apple-Mail quasi. Ja. Und web.de-Mail, die Apps. Rate mal, wie viele Benachrichtigungen ich da hab. Hm, okay. Apple würde ich sagen 580. Mhm. Und Web? Keine Ahnung. Apple 356. Mhm. Web.de 24.000. Ja, Alter. Ja, da muss man auch sagen, also iCloud zum Beispiel filtert gut schon mal vor. Aber ich hatte mal alle E-Mail-Benachrichtigungen und sowas, ne? Allen Kram. Auch hier auf der Google-Mail-Adresse, die ich mit einem hier E-Mail-Programm vom Handy verbunden habe. Mhm. Und da hatte ich auch 5000 E-Mails. Da habe ich nicht jede scheiß E-Mail aufmachen. 5000 ungelesene E-Mails. Und bei Apple war das eine Zeit lang so, du konntest irgendwie nicht alles selektieren und als gelesen markieren. Das ging eine Zeit lang einfach nicht. Ging nicht. Gab's nicht, Alter. Das ist, also manche Dinge sind bei Apple nach wie vor einfach noch richtig behämmert. So, versteht's nicht. Aber, ja. Mittlerweile kann man selektieren und sagen, als gelesen markieren. Aber das ist, also E-Mail ist wirklich Mülleimer. Das ist irre. So, was sagen die Tiere?
Oh, die, Alter, die, ja, ach so, das ist ja der Kusch. Die verbrauchen, Alter. Da war über 100.000 bei den Milchviechern. Da waren 66.000. Milch 31.800. Wann holt denn der mal wieder ab? Alter. So, was habe ich hier von dir schon wieder drinne? Unbezahlt, 2 Stück. Och, 32.000. Nee, Alter. Er dreschen, Junge, alle Flächen, ne? Ach, 32, ey, scheiße. Schick rüber. Schick rüber. PayPal geht auch. Aber nur an Freunde. Juhu. Ja. Das ist kein Problem. Aua, 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 Alter. Habt ihr im Stall die Kapazitäten geändert? Ich glaube, dass das Adrian gemacht hat. Ja, hat er. Hat er, ja. Warte mal, muss mal gucken. Wir kriegen ja 400 pro Stall rein. Also 800. In Summe kriegen wir hier unter. Mehr wird schon nicht machen, das reicht. So, der Thema. Auf Fidelity FX habe ich immer so ein bisschen sowas wie so ein Flimmern. Ich meine, es kommt wahrscheinlich auch viel mit dem Wahrscheinlich viel mit dem. Ach, Mensch. Drei. Ne, das habe ich. Ich habe da Flimmern, ne? Hm. Muss ich nochmal rangucken. Vielleicht liegt das auch mit dieser Super Solution oder Super Dings, was weiß ich. Aber jetzt merke ich es gerade. Also bei mir fressen 45 Kühe mit 5 Bullen 60 KTMR am Tag. Das müsste ja bei euch so um die 2 bis 3 Millionen sein. Nee. Nee. 2 bis 3 Millionen sind das nicht. Konnte man das nicht irgendwo sehen, dass da die. Ach nee, den Mod haben wir nicht drauf, ne? Mit der erwarteten Futtermenge. Aber ich würde mal sagen 100.000. 100.000 bestimmt. Ja. Ich komme nochmal mit dem Favorit, ne? Oh. Bei euch. Ja? No? Was hast du da drauf? Was dran. Gäste. Ah. 60 die letzte? Ja. Oh, 713.000 haben wir im Dings. Das schmeckt. Was haben wir denn an Weizen noch draußen? Oh, das flackert ganz ekelhaft. Das ist ja furchtbar. Seht ihr das auch oder ist das nur mein Monitor? Das ist nur mein Monitor. Bei euch flackert da nichts. Muss ich doch V-Sync wieder reinschießen. 201, 175, 44, 56, 71, 25. Oh, Weizen haben wir auch nochmal. Haben wir nochmal gut Fläche. Da kommt auch nochmal richtig was rum. Und BGA-Scheiße direkt verkaufen oder was? Ja. Oder auch ins. Okay. Nee, wir hat kein Lager, die BGA. Die hat kein Getreidesilo. Und auch keine Möglichkeit, das irgendwo einzulagern. Ich habe auch keinen Platz hier. Okay. Das muss weg, das Zeug. Müssen wir nur dran denken, über die ID dann und dann auszahlen, ne? Denkst du jetzt nicht wie bei den Ballen, dass wenn du das. Also man kann ja auf die BGA-ID gehen, aber denkst du nicht, dass dann der Verkauf auch direkt der BGA zugeschrieben wird? Ich weiß es auch nicht, also ich speichere mal eben. Ich würde dann auch drauf aufpassen in dem Moment, aber. Ich meine. Dass das wohl so sein könnte. Ja, wir spielen 4 Tage pro Monat. Es ist vielleicht auch. Also ist ja natürlich immer eine Tage pro Monat-Einstellung, wie viel die Viecher fressen. Und ich weiß auch nicht, ob wir daran auch nochmal rumgedreht haben. Das kann auch durchaus sein. Ich habe da keinen Überblick, was alles an der Karte gedreht wurde. Adrian hat recht viel gemacht hier. Kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall haben die Kühe hier schon wieder übelst schnell die Grünfläche runtergefressen. Das geht echt schnell. Das würde ich mir echt wünschen. Die Kälber müssen in den Kälberstall rüber. Das würde ich mir echt wünschen im nächsten LS, dass du große Weiden anlegen kannst. Dass die Viecher da einfach rüber hier im Sommer raus und so. Das wäre auch noch so ein Ding. Das stimmt. Wie viel Gülle haben wir denn in den Stallungen eigentlich drin? Bei den großen 28, bei den kleinen 10, 38 Kubik. Das. Wie geht's eigentlich der BGA? Da habe ich heute noch gar nicht reingeguckt. Gar keine Zeit gehabt. Bunker alt. Hat immer noch ganz Pflanzensilage. Nanu. Und der neue Bunker. Wo ist er denn? Bunker neu. Auch noch. Wieso? Aber ach so, die Fermentersilage staut schon wieder.
Ah, die Fermenter, sie laufen zu langsam. Scheiße, ey. Na gut, da brauchen wir uns um die Wege erstmal nicht kümmern. Aber, was ich wissen möchte. Was soll das denn? Flüssigfermenter. Lagergerest 1,2. Leck, ja? Und 1,2. 2,4 Millionen Liter Gülle haben wir. Gerreste. Und, ja, Thomas hat vorgesehen, erst im Frühjahr wieder was rauszubringen, weil sonst die Ausbringmenge jetzt zu gering wäre. Wir würden jetzt, glaube ich, nur 20 aufbringen oder 30. Mhm. Das wäre halt ein bisschen dünn. Die Frage ist, was machen wir mit so viel Gärresten? Weil die werden volllaufen. Verkaufen. Bringt dann nix. Das bringt doch gar nichts, oder? Ja, was willst du machen? Das ist richtig. Kann ich nicht. Gärreste Lager sind im Global Markt nicht mit aufgeführt. Von der BGA. Das ist ja schon mal richtig kacke. Aber was würden die denn prinzipiell? Warum sind die da nicht mit aufgeführt? Das ist doch scheiße. Gärreste 39 Euro auf 1000 Liter. Digga. Bruder. Achso, du fährst hinten rum rein. Okay. Boah, Alter! Ey. Ist eng, soll ich vielleicht zur Seite ein bisschen? Naja, warte mal. Machen wir ja nicht kaputt hier. Junge, Junge. Was bringt bei euch Silage? Ne, die verkaufen wir nicht. Die geht in den Bunker. Naja, komm's rum. Die sind. Standhöhle nicht so gut an, ey. Ja. Das sind so geile Anhänger, ey. Ja, ich denke auch, es ist ein Minusgeschäft, weil wenn du. Also definitiv ist es ein Minusgeschäft, wenn du die Silage halt in der BGA verarbeitest. Du produzierst Gas. Du produzierst Gärreste. Also die Gärreste wiederum kannst du ausbringen, kriegst wiederum einen Erntebonus und so weiter und so fort. Also Silage zu verkaufen im äußersten Notfall durchaus machbar, aber macht keinen Sinn. Oh. Kuhstelle in, von der Landersum V1. Die sind in der Landersum V1 exakt so gewesen. Das sind die 20 mm Normandie-Gebäude. Die einfach V1 runterladen, dann sind die da drauf. Einzige, was wir gemacht haben, ist ja noch ein bisschen Licht dran gebammelt und so Kram. Gut, pass auf, ich speichere jetzt hier aber trotzdem, geh runter. Mhm. Macht 20 mm Normandie eigentlich noch was? Kein Plan. Ich habe absolut keine Ahnung. Hof Bergmann Projekt bei Manuel. Seit wann machen die denn Hof Bergmann? Ist das ein neues Projekt? Der Alter, 1100 Zuschauer. Irre. Irre. Das dürfte sogar international der größte LS-Streamer sein. Ich glaube, es hat kein LS-Streamer über 1000 oder so. Oder überhaupt 1000. Das ist schon krank. Das ist echt krank. Aber Manu, es ist natürlich jetzt vom Content zumindest her. Ich habe nichts gegen den Mann, by the way. Nicht das Richtige. Was haben wir denn hier noch Schönes? Na, ich glaube, heute bleibt es dabei. Heute passt es so. Man soll den Tag nicht von dem Abend tun. Was? Mensch, Felix, gratuliere. Heute keinen einzigen Flachwitz. Oh ja, stimmt. Schnell raus hier. Freunde, vielen lieben Dank. vielen Dank fürs Einschalten. Nee, wir machen direkt raus hier. Es reicht. Wir sehen uns. Ah, ich weiß nicht, ob ich morgen ins Büro fahre, um ehrlich zu sein. Mal gucken, wie ich drauf bin. Wenn ich morgen hier herfahren sollte, dann lasse ich es euch auf Instagram nochmal wissen. Und ihr seht es ja dann auch auf dem Discord. Dann würde ich wahrscheinlich Livestream angespielt auf der Ellerbach machen.
Aber ich weiß es nicht. Mal gucken. Ansonsten sollten wir uns sicher mal sehen. Hört in den Podcast rein. Schaut euch das auf YouTube auch gerne an, wenn ihr wollt. Auf Uncut wird es Videos geben. Auf Agrarplay wird es Videos geben. Jetzt übers Wochenende auch. Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und munter. Und wenn ich mich noch weiter wehren kann gegen die Erkältung meines Kindes, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, Freunde. Tschüss. Tschüss.